So, jetzt müsste es laufen. Ja. Wir schauen jetzt einmal, ich kann mich immer wieder bloß ausufern lassen in Wiederholungen. Wir haben hier 16 Perspektiven. Und ich will dir jetzt ans Herz legen, und ich sage jetzt wieder von vorne, dir meine ich den, der Geist, der jetzt dieses Gespräch erlebt, als Information in sich selber. Der Geist, der, wenn er an sich denkt, an einen Körper denkt, der jetzt vor dem Computer sitzt oder Handy in der Hand hat und sich dieses Video anschaut. Dieser Geist ist was anderes wie der Gedanke Körper, den er sich denkt, wenn er an sich selbst denkt. Das ist so mein kleiner Einstieg. Und ich werde mal versuchen, jetzt nochmal, um diese Corona-Sache abzuschließen. Man muss sehr aufmerksam zuhören. Man braucht keinen großen Intellekt. Ich betone immer mehr wieder, dass das Wesentliche, was ich jetzt sage, hundertprozentig sicher sofort von dir Geist überprüft werden kann. Das Einzige, was Grundvoraussetzung ist, dass du diese Gedankengänge, die ich jetzt mit Worten in dir auslöse, mit deinem jetzigen Verständnis von Worten, das ich dir gegeben habe in deinem Intellekt, dass du diese Gedankengänge sehr gewissenhaft mitgehst. Wir machen keine Manipulation. Ich sage gleich von vorne, das, was du jetzt kriegst, ist eine absolute Gehirnwäsche. Und wenn bisher Gehirnwäsche für dich was Negatives war, dann nimmst du bloß wieder eine dieser zwei Seiten. An und für sich ist eine Wäsche was Positives, weil du den DR-Eck, den Dreck aus dir rausschmeißt und einen R-Einigungs-, einen Reinigungsprozess in dir abläufen lässt. Und man muss sehr, sehr genau aufpassen. Das heißt, jegliche Art von Widerstand und Besserwisserei ist hier fehl am Platz. Bei Holofeeling betone ich immer wieder, geht es nicht darum, was richtig und verkehrt oder gut oder böse ist, sondern zuerst einmal muss dir bewusst werden, was jetzt da ist. Und das magst du, Geist, indem du dich löst von deinem Intellekt und zum Beobachter deines Intellektes wirst. Du musst sehr präsent beobachten, was du aus den Worten, die du jetzt hörst, als Geräusche, was du aus den Worten für Vorstellungen generierst und wie du darauf reagierst. Ich mache vorneweg ein kleines Beispiel. Wenn du sehr gewissenhaft das vorhergehende, jetzt ausgedachte Selbstgespräch, das du nur jetzt ablaufen lassen kannst, dir anhörst, erwähne ich am Anfang, übrigens nicht nur bei dem Selbstgespräch, sondern auch bei vielen anderen, dass das Pixelmännchen Udo sich oft verspricht oder was Falsches zu sagen scheint für dich. Und ich mache das ganz absolut bewusst, aus dem Grund, dass ich immer wieder darauf hinweise, mir geht es zuerst einmal darum, dass du der Geist wirst, der sich selbst, seinen eigenen Intellekt beobachtet, der seine Informationen beobachtet. Und beobachtet, wie der eigene Intellekt, dieser zwanghafte Mechanismus, auf diese Reizauslöser reagiert. Und du wirst dich wundern, wenn du das machst, wie du ständig dein momentanes Wissen absolut setzt. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Im letzten Selbstgespräch kommt eine Szene vor, wo ich in einer vollkommenen Neutralität sage: An was denkst du, wenn du an deine Menschheit denkst? Jetzt in einer Kurzform, und dann sage ich an 80 Milliarden Trockennasenaffen auf einer Erdkugel. Und dann beobachte, hast du dich dabei bemerkt, eventuell, wie du sagst, das stimmt ja überhaupt nicht, das sind ja gar keine 80 Milliarden. Wieso Und ich auch? sage dann, wer hat das eigentlich gezählt? Ja, genau. Ob ich jetzt sage 5 Milliarden oder 10 Milliarden oder 500 oder 1000, es sind einfach zuerst einmal nur Geräusche und du vergleichst ständig mit deinem Wissen, das du absolut setzt, das aber mit absolut, mit Vollkommenheit nichts zu tun hat. Du lebst in einer Vorstellungswelt von richtig und verkehrt. Und es sind so kleine Sätze, dass ich immer wieder sage, im Anfang war das Wort und ich erzähle dir jetzt etwas. Deine ganze Zeitgeschichte, die du immer nur hier und jetzt abrufen kannst, sind Märchengeschichten. Es ist kein Unterschied, ob du ein Roman liest, ein Märchenbuch liest oder ein Geschichtsbuch, ein Physikbuch, ein heiliges Buch, die Bibel, den Koran, die Upanishaden, es sind Märchengeschichten. Und tausende Male erwähne ich sage immer absolut dieses 11-mal, dieses tausende Male, dass es
bei Märchen, das ist das Wertvollste, was du als Menschengeist besitzt, geht es zuerst einmal um die Metaphern. Dasselbe gilt für Sprichwörter. Mein Standardbeispiel, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, da geht es nicht um irgendeinen Krug. Und bei Lügen mit kurzen Beinen geht es nicht um die Lügen mit den kurzen Beinen. Sondern es geht um die Metapher, die du verstehen lernen musst. Und jetzt kommen wir zu deiner Zeitgeschichte. Wenn du in deinen Geschichtsbüchern, sprich in diesen Märchenbüchern zurückgehst, wirst du eigenartige Phänomene feststellen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Das ist der Prediger, unser Kohlet, in unserer Heiligen Bibel, wo es heißt, es gibt nichts Neues. Es gibt eine Zeit zum Wachwerden, eine Zeit zum Einschlafen, eine Zeit zum Gesundsein, das ist jetzt meine Auslegung, eine Zeit zum Kranksein, eine Zeit für Frieden und eine Zeit für Krieg. Aber ich muss erst einmal wissen, was Zeit ist. Zeit ist ein Moment, eine augenblickliche Erscheinung, die immer nur einseitig ist. Das ist unser Prinzip, du kannst nach vorne schauen, dann fällt dir hinten und natürlich die ganzen anderen Perspektiven noch dazu. Du kannst nach oben schauen, dann fällt dir unten. Und du musst wissen, dass du da nicht unten bist, wenn du nach oben schaust, sondern du bist die Mitte, weil wenn du dich umdrehst, schaust du nach unten und dann verändert sich die Position nicht, wo du dich befindest. Die verändert sich nie. Du bist immer hier und jetzt. Ich muss diesen Vorwort etwas ausholen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Holofeeling überragt alles an menschlichem Wissen um geistige Welten. Und das kannst du hundertprozentig sicher überprüfen. Das heißt, der Grundansatz ist, du lebst in einer Matrix. Und jetzt Matrix. Und wir gehen jetzt einmal in unsere Geschichtsbücher rein. Und ich sage, das Erste, was du lernst, wenn irgendwo was von Kriegen berichtet wird, die du jetzt aufgrund von Worten dir ausdenkst, in die Vergangenheit denkst. Der Kriegsgewinner bestimmt letzten Endes immer, wer die Bösen waren, wer Ursache war für den Krieg und wie die Vergangenheit eigentlich in Wirklichkeit ist. Wirklichkeit. Und jetzt kommen wir in die Naturwissenschaft. Alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo die Menschen von morgen drüber lächeln. Ein simples Beispiel, wo hier das einen ganzen Schritt weitergeht, dass zu allen Zeiten, die wir uns ausdenken, die Elite, die angebliche Elite, wir nennen es einfach mal die Professoren, egal ob das naturwissenschaftliche Physiker sind, ob das Mediziner sind, zu allen Zeiten immer die Wissenschaftselite in dem Wahn gelebt hat, sie glaubten, sie wüssten schon, was jetzt die Wirklichkeit ist. Und es hat sich immer herausgestellt, wenn ein sogenannter Quantensprung stattgefunden hat. Das ist ein Wort für sich selber, wo wir jetzt den ganzen Tag drüber reden können, wenn ich dir erkläre, was das Wort Quantensprung eigentlich bedeutet. Das heißt, dass man in ein höherwertiges Denksystem aufsteigt. Mein Standardbeispiel ist normalerweise immer die Scheibe zur Kugel machen. Man lebt in dem Wahn, dass man meint, das, was einem logisch erscheint, ist eigentlich schon der Weisheitsletzter Schluss. Und jetzt ist es interessant, in Naturwissenschaft wie in Medizin wirst du feststellen, wenn du hier mal tausende von Zeiten in dir aktivierst und es nachforscht, dass Quantensprünge immer entweder durch Zufall oder durch komplette komplette Vollpfosten, wie du immer sagst, von absoluten Fachidioten entdeckt wurden. Weil die nämlich etwas machen, was ein Fachmann, der Ahnung hat, niemals machen würde. Ja. Das heißt, das vollkommen Neue entzieht sich der Logik des Alten. Das Höherwertige kann von dem Niederwertigen nicht verstanden werden. Mein wunderschönes Beispiel, das ich dazu bringe, sind die Betriebssysteme der Computer, die du dir jetzt ausdenkst. Vorausgesetzt natürlich, du kennst dich jetzt zumindest rudimentär in der Entwicklung von Computersoftware aus. Solange du auf Basic läufst, und ich betone ja immer wieder, symbolisiere die Fähigkeit eines Basic-Betriebssystems mit dem kompletten Wissen, dass du jetzt deiner ausgedachten Menschheit zusprichst. Alle Fachgebiete, alles Wissen symbolisiert Basic. Und ich bin jetzt gezwungen, in Basic-Logik mit dir zu reden. Nicht einmal in der kompletten Basic-Logik, sondern in einem ganz, ganz kleinen Auszug davon. Weil wie viel weißt du von dem Wissen deiner Menschheit? Wenn du mal ganz ehrlich bist, überhaupt nichts. Ein Nichts von einem Nichts. Dann bin ich gezwungen, in deiner Logik mit dir zu reden. Das heißt, ich will ja von dir verstanden werden. Wenn ich jetzt Windows dort in dich einspiele oder schon DOS dort,
dann stürzt du komplett ab, weil du sagst, ich kann die Datei nicht lesen. Ja, und das ist jetzt das große Problem, man muss die Demut haben, das zu akzeptieren, weil du wirst keinen Schritt dich geistig weiterentwickeln und du bist geistig, ich betone das immer wieder, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du nicht bereit bist, auf eine höhere Ebene aufzusteigen. Und die höhere Ebene erfordert, dass du die jetzige Ebene loslässt. Das ist das Opfer. Wenn du mir deinen jetzigen Glauben schenkst, kriegst du von mir einen vollkommen neuen Glauben. Und da ich ja alles gleich lasse, dass ich sage, wir verändern an dem, was ist, überhaupt nichts, sondern wir erweitern das Geistreich, symbolisiere ich das mit meiner Geschichte, das komplette Wissen, diese Basic-Betriebssystem, dieses Wissen der Menschheit ist der Buchstabe H, ein Buchstabe wohlgemerkt. Du schenkst mir den Buchstaben, du kriegst dafür von mir ein Wort, nämlich das Wort Haus. Und was mir einzig darum geht, dass du verstehst, ich habe an deinem Haar nichts verändert. Es muss auch so bleiben, wie es ist. Das heißt, dein komplettes jetziges Wissen. Ich erkläre dir nicht, dass das nicht richtig ist. Es ist nur extrem fehlerhaft. Das ist mein Beispiel mit dem Kabelstecker im Auto. Der systemrelevante Parameter. Ob du den ganzen Motor ausbaust oder einen systemrelevanten Kabelstecker abziehst, das Auto wird nicht funktionieren. Das heißt, wir lassen auch nichts weg. Das heißt, du musst keine Angst haben, dass du in einem gewissen Maß was verlierst, sondern dass dein jetziges Wissen wird total in den Hintergrund treten. Du wirst merken, es ist eine Nichtigkeit, die gar nicht wert ist, dass man das sich darauf fokussiert. Klingt im ersten Moment sehr schlimm, aber bleiben wir einfach bei dem Beispiel mit dem Haar und dem Wort Haus. Sobald du das Wort Haus anschaust, wirst du feststellen, in einem normalen Lesefluss fällt dir das Haar gar nicht mehr auf. Wenn ich jetzt aber das Wort von dir zurück will, um dir einen Satz zu geben, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne, in dem wir alle wohnen, dann fällt dir nicht einmal mehr in den Redefluss auf der Seite das Wort Haus auf, wenn du die ganze Seite anschaust. Du kommst in einen Komplex von Chatdenken, nenne ich das, ein Kollektivdenken, das sich nicht mehr in Einzelheiten verliert. Eben, nicht in Einzelheiten. Mal Kleinigkeiten, das muss hundertprozentig installiert sein und ich betone immer wieder die 100%. Und dann wirst du nämlich erkennen, dass die Elite deiner Welt zu allen Zeiten bis zum heutigen Tag wissen deine Mediziner, die du dir ausdenkst. Und jetzt immer dran denken, du bist ich. Ich sage, ich nehme die Schuld auf mich, ich werde nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfen, dass er hier und jetzt in meinem Kopf genauso ist, wie ich ihn mir denke, weil sobald ich mir jetzt irgendjemanden denke, erschaffe ich den hier und jetzt in meinem Kopf, das ist hundertprozentig sicher. Ja. Was nicht hundertprozentig sicher ist, dass den, den ich mir jetzt denke, der auch dann da außen ist, wenn ich ihn nicht denke. Ja. Und du wirst irgendwann merken, da außen ist überhaupt nichts. Mhm. Du bist ein träumender Geist. Und solange du das nicht akzeptierst und solange du versuchst, deinen Trockennasenaffenkörper am Leben zu erhalten, weil du dich mit diesem Körper verwechselst, was übrigens auch jeder Mediziner in deiner Welt macht. Die haben bis heute noch nicht begriffen, dass ein Mensch jetzt ausgedachterweise eine Lebensgeschichte ist. Eine sehr, sehr komplexe, vom Säugling bis zum Greis. Ein Mensch ist nicht irgendein Körper innerhalb dieser Lebensphase des Menschen. Ein Säugling oder ein Schulkind oder ein Erwachsener sind verschiedene Körper, es ist aber immer derselbe Mensch, der sich während des Lebens nicht im geringsten verändert. Es ist diese offene Welt. Deine Welt ist eine Matrix und ich werde dir das jetzt beweisen, ich beweise das auf über 25.000 Seiten sogar mit einer absoluten arithmetischen Präzision und wenn dann ständig sagen, ja, ich kann mit der Vatersprache nichts anfangen oder das ist mir zu viel und da komme ich nicht mit, ich sage, es ist kein Akt des Intellekts, mir gehen zwei Seiten, du kannst das kindgerecht haben, dann musst du aber auch akzeptieren, dass du zurzeit in Bezug auf geistige Reife ein geistiger Hosenscheißer bist. Und ich sage, dann hast du eigentlich zur Zeit nicht Hebräisch oder Physik zu lernen oder Sprachen zu studieren. Du hast dich nur insoweit zu disziplinieren in der Selbstbeobachtung, dass du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennst oder Angst erkennst. Du hast nur Angst, wenn du Angst hast, vernichtet zu werden. Wenn du weißt, wer du bist, und ich erkläre dir jetzt, wer bzw. was du bist, du bist Geist von meinem Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Darum betone ich immer wieder, ich richte diese Worte nur an den, der sich jetzt diese Worte anhört. Und nicht an den, den du zu sein glaubst. Nicht an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Nicht an diesen Körper, an das Gehirn, an die Ohren, was auch immer. Das ist eine vergängliche Erscheinung, das ist ein Gedanke von dir.
Der weg ist, wenn du nicht an deinen Körper denkst, dann existiert dein Körper nicht. Dein Gehirn, egal was du denkst, jeder Gedanke wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Und jetzt können wir zwei Seiten denken. Wir können uns jetzt einen Geist ausdenken, wir zwei, ich bin ja du. Wir können uns einen Geist ausdenken, den ich das erkläre. Ist ja ein Selbstgespräch. Und wir können uns jetzt einen Menschen ausdenken. Der Mensch, in Bezug jetzt normal gedacht, der Körper wird es nie verstehen. Das ist eine vergängliche Erscheinung. Um den mache ich mir keine Gedanken. Mhm. Wenn du Geist bist, sage ich dir ganz einfach, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dieses Prinzip akzeptierst und dich vorbereitest zum Aufstieg in eine neue Ebene. Das heißt, wach werden. Und jetzt kommen wir mal zu deinen Medizinern und zu dem Geheimnis der Matrix. Das wohlgemerkt zu allen Zeiten. Professoren immer Wissen nachäffen. Sie sind deshalb auch aus diesem Grund Affen bei eigener Definition, sterbliche Säugetiere. Das ist der Stand der Naturwissenschaft. Du kannst es dann Homo economicus, ein vernunftbegabter Affe. Es gibt keine vernunftbegabten Affe, genauso wenig wie es intelligente Computer gibt. Ausgedachte Sachen ist Todesmaterial, lass die Toten ihre Toten begraben. So viele. Du wirst eine tiefe Demut bekommen gegenüber diesen heiligen Schriften, meinen Jesus, Worten und so weiter und so weiter. Es sind absolut hundertprozentig Beschreibungen, hundertprozentig sichere Beschreibungen von dem, was ist. Zeig mir die von dir ausgedachten Weisen deiner Welt und ich zeige dir, dass das Vollpfosten sind. Geistlos nachäffende Affen. Aber sie sind nur deshalb bei mir, die uns jetzt denken. Du kannst dir natürlich die auch so denken, dass die viel gescheiter sind wie du und dass die dir in irgendeiner Form helfen können. Wie definierst du eigentlich helfen? Ja. Wie definierst du Heilsein und Gesundsein? Mhm. Und das Ganze baut auf einer Sprachmatrix. Und da gehen wir jetzt einmal rein und wir schauen uns das jetzt einmal genauer an. Ich hoffe, ich gehe nicht zu tief in die Worte. Ich muss von vornherein immer wieder sagen, man müsste sich mit einem einzigen Wort mindestens ein, zwei Stunden beschäftigen. Ich mache immer so symbolisch, du kannst ohne weiteres ein 400-Seiten-Buch aus einem Wort machen. Die Verknüpfungen, es ist eine arithmetische Verknüpfung. Ich erzähle dir jetzt was. Versuche erst gar nicht, die Matrix in einer Tiefe zu verstehen. Es geht hier um Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Was mir zurzeit wichtig ist, dass du zuerst einmal den Begriff der Kausalität verstehst, dass die Naturwissenschaft, der Glaube, den du anhängst, die Kausalität auf den Kopf gestellt hat durch chronologisches, unbewusstes, chronologisches Denken. Und das bei Holofilling geht es darum, was du überprüfen kannst. Das sind solche Sachen, wo kommst du her? Wir haben das in jedem Selbstgespräch, wiederhole ich, dass es eigenartig ist, sobald du wieder unter Menschen bist, selbst welche, die jetzt bröseln, die angeblich Holofilling studieren, du wirst sofort merken, es ist weg. Ist auf der Bröselebene ist da überhaupt kein Verstehen da. Das ist das Worte, dich dermaßen, dich Geist dermaßen auffüllen können. Ja. In eine Panik versetzen können, in Zukunftsängste, den Körper zu verlieren. Das ist all dieses Zeug und jetzt habe ich hier so einen Höchststand erreicht mit diesem Corona. Es ist die absolute Demonstration von Geistlosigkeit. Hey Holger, es ist die absolute Demonstration von Geistlosigkeit. Das ist das, was man zuerst einmal hier sich klar machen muss, selber klar machen muss, dass du feststellst, welchen Respekt du gegenüber irgendwelchen Autoritäten hast, die nur deshalb Autoritäten sind, weil du sie als Autoritäten definierst, obwohl der eigentliche Autor dieser Geschichte, dieses Traums, den du zurzeit träumst, du selbst bist. Mhm. Und es geht so ins Detail, das platzt in einen Wissenskomplex auf, der dir das Herz aufgehen lässt, wenn du die Grundlagen der Vordersprache studiert hast. Es ist immer die Verschiebung, schaue ich mir einen Film an, ein Märchen an, das ist mein altes Beispiel mit dem Fernseh. Solange du ein Kind, ein geistiges Kind bist, kriegst du von mir Märchengeschichten. Die übrigens jetzt in der heutigen Zeit Kinderpsychologen, ich zitiere wieder aus irgendeiner Zeitung, auf irgendeinem Link, Kinderpsychologen haben jetzt angeraten, man muss eigentlich die Märchen von den Gebrüder Grimm verbieten, weil die viel zu grausam sind für die Kinder. Das ist nicht mehr Zeit. Die können nur noch Feindbilder prägen. Gott. Denn wenn jetzt die Namen von vielen berühmten Gemälden werden umgeändert, weil da böse Worte drin sind, das darf nicht mal Zwerg heißen, sondern kleinwüchsiger Mensch, weil Zwerg eine Beleidigung ist.
Man kann es natürlich, streibt es dann umgekehrt auf die Spitze, dann wird die Zigeunersoße verboten. Was soll man sonst es doch Kanackensoße nennen? Jetzt ist natürlich was, wie reagierst du auf Kanaken? Es sind doch erst einmal nur Worte. Es sind doch nur Worte, wie oft gehe ich auf die Neger ein, auf die Schwarzen. Ja. Es sind doch nur Worte in verschiedenen Sprachen. Nazi. Es ist ein, so ein neutrales Wort in Bezug auf die Geburt. Ja. Ja. Der Genderwahn, es ist eine Entheiligung. Das ist doch diese Vielfalt. Es ist permanent, man versucht Vielfalt zu zerstören. Ja. So, und so. Jetzt schalten wir mal hier ein. Bildschirm dein. Und dann springen wir da mal rein. Und zwar würde ich jetzt vorschlagen, wir fangen ganz einfach mal an mit dem hier. Das Erste, was du jetzt siehst, du schaust auf einen Monitor. Der Monitor ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Wir sind jetzt einfach mal sehr, sehr präzise. Und da sind jetzt Schriftzeichen drauf. Und jetzt stell dir vor, du wärst in China groß geworden. Ich mache jetzt extra. Oder in Portugal. Du würdest kein Wort Deutsch verstehen. Dann würdest du jetzt da sagen, das ist ein gewisses Männchen. Ich sage dann, nein, das ist ein Monitor. Mehr ist da eigentlich nicht. Interessant ist der Kupferstich. Und das sind jetzt Worte, und wenn du da zu lesen anfängst, das kannst du natürlich nur, wenn du der deutschen Sprache mächtig bist, dann kriegst du Vorstellungen. Das ist also dieser Ignaz Semmelweis, ein berühmter Mediziner. Und jetzt, worum es mir jetzt geht in dieser Geschichte vorneweg. Es ist einer von Hunderten, von Tausenden Beispielen in diesen Märchenbüchern deiner Zeitgeschichte. Ich habe dich darauf hingewiesen, dass alle Quantensprünge in der Entwicklung, in der Wissensentwicklung der Menschheit, immer entweder von absolut unwissenden Menschen durch Zufall entdeckt wurden, aber niemals von Fachleuten. Wenn es Fachleute sind, dann ist es ein Zufall. Ansonsten sind es Leute, die Sachen gemacht haben, die ihr Fachmann, der angeblich Ahnung hat, es niemals machen würde. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die komplette Wissenschaftsgeschichte. Wir haben immer einen Jetzt-Status. Wir denken uns jetzt Menschen aus, die gehen auf eine Universität und kriegen von ihren Lehrern ein Wissen eingehämmert. Und ich sage immer, betrachte den Menschen, mein Schwammbeispiel, wenn er groß wird wie ein Schwamm, der saugt sich einfach mit dem Wissen seiner Umgebung, mit allem, was dazugehört, mit der Religion voll. Und als erwachsener Mensch bist du ein vollgesogener Schwamm. Jedes neue Wissen, was vollkommen neues Wissen ist, widerspricht diesem Wissen. In der Physik nochmal der Sprung, die Welt ist eine Scheibe. Wenn man dir das erzählt, ist die Welt eine Scheibe. Dann kommt einer und behauptet, die Welt ist eine Kugel. Das ist dann ein Vollpfosten. Weil wir wissen ja, dass alles von oben nach unten fliegt. Da müsste das Wasser rauslaufen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss viele Systemparameter mit verändern. Und die Wissenschaft, die offiziell, ich nenne es einfach mal die etablierten Professoren, haben sich nahezu in allen Fällen massiv zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte gegen neues Wissen gewehrt. Es gibt über den Semmelweis einen schönen Film, den du dir anschauen kannst. Ich sage jetzt Paracelsus, ich sage Pfarrer Kneipp, auch über Pasteur, den schauen wir uns dann noch mit an. Und dann ist es irgendwann, wenn das etabliert ist, kann man sich gar nicht mal vorstellen, wie blöd warnen die eigentlich. Aber die du dir jetzt ausdenkst, das ist eine Märchengeschichte. Das ist eine Märchengeschichte, wo du, Geist, etwas zu lernen hast. Und ich gehe jetzt etwas tiefer in die Worte. Wir schauen uns die Geschichte von den Semmelweis an. Das ist die Geschichte des Kindbettfiebers. Um das vorneweg abzukürzen. Wir gehen da etwas genauer rein. Ich könnte jetzt das mit hunderten solchen Fällen machen, auch in der Physik. Es geht darum, der Semmelweis hat festgestellt, ich mache jetzt mal vorneweg einfach das Prinzip, das sind zwei Krankenhäuser und das ist eine extrem hohe Kindbettsterblichkeit, die damals normal war. Und in beiden Krankenhäusern, die wir uns jetzt in die Vergangenheit denken, die wir uns ausdenken, war ungefähr prozentuell dieselbe Kindbettsterblichkeit. Und in Semmelweis kommt dann die Idee, Mensch, da könnt ihr was an den Händen dranhängen, weil die nämlich hier in dem einen Krankenhaus auch Pathologie an Leichen rumgedoktert haben. Und wenn dann die Schwester im Kreissaal gesagt hat, hier, das ist soweit, dann gehen die von der Leiche weg, ohne sich die Hände zu waschen und ziehen das Kind raus. Und dann kommt ihnen die Idee, Mensch, wir können uns ja mal die Hände desinfizieren. Und nachdem er die Hände desinfiziert hat,
geht in den einen Krankenhaus, wo er gearbeitet hat, die Kindbettsterblichkeit so rapid in den Keller innerhalb von wenigen Wochen im Vergleich zum anderen Krankenhaus, wo das eigentlich ein empirischer, hundertprozentig sicherer empirischer Beweis ist, dass das die Ursache ist für das Kindbettfieber. Und jetzt solltest du wissen in dieser Geschichte, dass die damals führenden Ärzte, die Professoren, fast 15, 20 Jahre versucht haben, dieses Wissen zu verhindern. Ich könnte jetzt sagen, es hat Tausenden von Kindern das Leben gekostet und Müttern auch, die dran gestorben sind, diese Engstirnigkeit. Das ist die ganze Menschheitsgeschichte, die du dir denkst. Das klingt jetzt so theatralisch, normal gedacht. Ich schmunzel dann bloß drüber, weil in der Vergangenheit nie was war. Cut! Was ist jetzt da? Du hörst Worte, und wenn du diese Gedankengänge mitgegangen bist, was ich dir anrate, geh meine Gedankengänge mit, dann wirst du feststellen, dass du dir jetzt aufgrund dieser Worte eine Vergangenheit ausgedacht hast. Die hast aber du gedacht aufgrund der Worte. Das ist mal das Erste, was wir festhalten. Und das ist jetzt durchwoben. Und ich sage dir jetzt, jeden Text, den du hast, ist ein Computerprogramm. Du wirst natürlich nur das entfalten, was du aus diesem Programm machst. Die ganze Sache, er wurde geboren 1818. Das heißt ich. Im Dai-Bezirk von Daban von Buda. Jetzt muss man natürlich wissen, dass dieses Buda ist die eine Hälfte, da gehört die Pest dazu. Genau. Im Königreich Ungarn. Wir gehen da noch gleich mit dazu hin. Schon diese zwei Wörter, das Buda und die Pest, für sich alleine, sind unheimlich wichtig, dass man sich das genau anschaut. Vielleicht komme ich dann nochmal drauf zurück. Das bin nämlich ich. Das ist die rechte Seite des Ufers. Ich habe doch einmal von den Udanas Buddhas gesprochen, von dem, der an der rechten Seite des Ufers lebt und der an der linken Seite. Das ist die Pest. Ja. Die linke Seite ist die Pest. Wissen ist. Das ist eigentlich hier das große Prinzip. Verderblich schädlich, das ist links. Umgedreht, verderben. Rechts ist richtig, aufrichtig. Pestilenz, die Seuche, die ansteckende Krankheit. Interessant, ne? Mhm. Die Pest, die linke Seite. Mhm. Schauen wir uns dann nochmal genauer an. Da können wir jetzt zum Beispiel in Wikipedia reinspringen. Und dann schauen wir jetzt ganz einfach mal hier. Ich habe jetzt den Brustkorb, da kommen wir dann vielleicht noch dazu. Die Beulenpest. Beulen, eine Beule schlagen. Das lateinische Wort für eine Beule schlagen ist das Trauma. Trauma. Du bist Deutsch, Deutsch, Vordersprache, das heißt eine Traumschöpfung. Ich rede immer von Gedankenwellen, wenn du dir eine Nulllinie ausdenkst, wirst du zuerst einmal feststellen, dass ein Wellenberg, den du aufschmeißt, eine Beule ist, die du schlägst aus dir heraus. Du überlegst dir ja etwas. Und das ist die Pest. Wissen ist. Wollen wir das latinisieren? Das ist eine Pestplage, das ist ein Wunder des der geistigen Energie, E². Bella heißt das Wunder der geistigen Energie, Einstein-Ding. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Veraltet Pestilenz. Wir haben aber dann dieses Pest auch in Budapest. Da schauen wir mal. Ist doch hier. Da machen wir das Buda westlich der Donau am rechten Flussufer. Dieses Buda, da springen wir jetzt hier mal rein. Das B mache ich ja mal vorne weg. Ich mache mal nur das Uda, das schreibe ich jetzt mal so. Das heißt in Uda. Das kannst du vielfältig vokalisieren. Bekannt machen, vorstellen. Ich stelle mich jetzt vor, wisse du, dass das, was ich dir jetzt erzähle, dein Wissen ist. Wir können das blau lesen, dann ist es das aufgespannte Wissen von UB. Da heißt Wissen. Vorstellen, bekannt machen. Wissen erkennen, erfahren und verstehen. Mann, das ist Geist. Kann das hebräische Wort Uda, Buda heißt im Udo, im Wissen, das du aufspannst. Durch Änderung der Fokalisation auch Fieder nennen, aber auch Udo lesen. Das ist jetzt das Problem der Sprache. Ich sage, wenn in irgendeiner Sprache ein Wort
das du hörst, gleich klingt, hat es rein mit Holofilling schon mal miteinander zu tun, rein aufgrund des Gleichklangs. Es kann aber sehr unterschiedlich geschrieben werden. Ja. Das heißt, der Hintergrund kann ein komplett anderer sein für dasselbe Geräusch. Udo, Entschuldigung, ich habe jetzt solche Echos, die kommen von irgendwo. Das liegt wahrscheinlich an dir, du mal dein Mikrofon ausschalten, Holger. Ja. Ich habe nur den Kopfhörer an, Udo. Ja, mach das Mikrofon aus, du musst doch nichts reden. Das ist gut. Alles klar? Alles klar. Kann der Redo, ich könnte eigentlich auch ausschalten, außer ihr sagt was. Also auch wenn ich mein Mikrofon ausschalte. Das ja, mach mal Redo, mach mal du dein Mikrofon auch aus. Solange du nichts reden willst, müsst ihr halt einschalten. Okay, jetzt besser? Ja. Gut. Wo war man jetzt? Jetzt ist es also so, den du dir vorstellen solltest, dann wird er dich mit allem Wesentlichen deines Daseins bekannt machen. Das Wieder Udo ist aber auch die etymologische Wurzel des Wortes Video. Geo ist Gott. Und das bedeutet sehen, bewusste Eheexistenz, aber auch Sehkraft besitzen. Der Udos ist der Weg. Wahrlich, ich sage dir, ich bin die Wahrheit, der Weg und das ewige Leben. Da können wir jetzt dann in der Zahlenebene reingehen, aber wo war man denn? Buddha? Das ist jetzt beiden vorständigen Sätze. Jetzt brauchen wir das Pest noch. Königreich Ungarn, da muss doch irgendwo das Pest mit sein. Kleinen Moment. Das sind lauter so Kleinigkeiten. Wo habe ich denn das gehabt? Jetzt finde ich es wieder bei den Tausende von Zeiten. Udo, das stand in der Seite davor, in dem oberen Absatz unten. Da stand, ja, ich will das anklicken, da ist irgendwo bei Pest. Ja, ist ja da, unten in der letzten, in der vorletzten Zeile. Da hast du mal, danke. Ungarische Aussprache, Pest, war neben Buddha, interessant, es wird Pest ausgesprochen. Das können wir jetzt hebraisieren, ich spare mir, sonst gehen wir zu weit, wenn wir da reingehen. Wenn ich das jetzt hebraisiere, wird es noch genauer. Interessantes, liegt auf der östlichen flachen Seite des Ufers der Donau, das ist übrigens links, die linksseitige, nimmt 2/3 der Stadtfläche ein. Das heißt, das linke hat 2/3, das ist das, was du aufspannst, und das rechte ist 1/3. Das ist These, Antithese ist die Pest. Wenn man die gleichseitig sieht, wird es dann auf der rechten Seite, das Richtige ist die Mitte. Ich lasse das einmal so stehen, ohne dass wir uns da nicht so arg verlieren. Das ist also nur, dass du merkst, wie tief das jetzt geht. Und jetzt wird der Semmelweis aufdrehen von Kindbettfieber. Diese Geschichte, da kann man jetzt sehr, sehr viel sich reinlesen, worum es mir wichtig ist, was hier mit dem Semmelweis passiert, dass der extrem bekämpft wurde. Du kannst, wenn dich das interessiert, das komplett machen. Er starb im Alter von 47 Jahren in Wien unter nicht näher geklärten Umständen. Er wurde in die Psychiatrie eingeliefert und die haben den dann nur exhuminiert. Und man geht davon aus, dass er ganz, ganz hundertprozentig sicher umgebracht wurde von den Widersachern. Man räumt die Gegner in diese Menschengeschichte, die irgendwas an dem System ändern wollen, einfach aus dem Weg. Es ist bis zum heutigen Tag nicht anders. Es ist nämlich immer dieselbe Geschichte in deiner Traumwelt. Und es ist eine offene Welt, das ich betone immer wieder, das ist ein Videospiel. Und der Spieler, das letzte Selbstgespräch annimmt, du bist als Spieler nicht die Figur, dieser Avantgarde, dieser Protagonist, sondern der den Joystick in der Hand hat, dass du letztendlich bestimmst, ob was richtig oder verkehrt ist. Und das ist schon das große Problem. Ich sage dir mit Holofeeling, hör auf damit. Schau einfach, was jetzt da ist und schau, wie einseitig du bestimmst. Es geht hier nicht darum, ob Corona, ob die Recht haben oder ob die nicht Recht haben in den Widersprüchen. Egal, welche Internetseite du mir als Beweis gibst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo zum selben Thema was ganz was anderes oder das genaue Gegenteil drinsteht. Woher nimmst du die Arroganz zu behaupten, dass die Seite, die du geistlos nachäffst, dass das die richtige ist? Und ich sage jetzt, jede Seite ist richtig, wenn du weißt, dass das winzig kleine Puzzlestücke von einem heiligen Ganzen sind, von dem du überhaupt noch nichts weißt. Das bist du nämlich selbst.
Was ist das verbindende Parameter für alle Gedanken, die du dir ausdenkst? Du. Weil ohne dich wird es diese Dinge überhaupt nicht geben. Und wenn was zu existieren beginnt, beginnt es hier und jetzt in deinem roten Kopf zu existieren. Da kommt die Rotation her. Das Rote fängt an zu rotieren. Die Betonung liegt dann auf Tiere. Das Rote wird zu Tieren. Aber nur in dir. In dir selbst. Weil wenn das keine Information von dir wäre, würdest du das gar nicht wahrnehmen können. Du kannst im Meer nur deine eigenen Informationen wahrnehmen, die jetzt in unserer einfachen Symbolik für Basic-Logik eigentlich nur deine eigenen Gedankenwellen sind. Das ist einmal hier Professur in Pest, bla 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 bla. Und den mache ich jetzt gleich einmal weg, dass wir nicht so weit reingehen und jetzt suchen wir uns, was ja hiermit verbunden ist, den Pasteur. Ziemlich dieselbe Zeit, eine große Karriere und wir schauen da bloß einmal rein. Pasteur begann seine Karriere mit der Entdeckung auf dem Gebiet der Chemie und jetzt schau dir das einmal an. Klingt im ersten Moment nicht so spektakulär. Zwei asymmetrisch spiegelbildliche Kristallformen. Ich rede immer wieder vom Wellenberg und Wellental und ich sage, wenn eine Welle, die wir uns jetzt ausdenken, schau bitte das kleine Bild an. Sobald du dir das ausdenkst, ist das eine Seite und dann muss dementsprechend, nochmal, das sind die vier Phasen im Einheitskreis. Und sobald du dir die 8 ausdenkst, müssen 16 da sein. 4 wird zu 8, zu 16 und das Ganze beginnt jetzt. Nicht die Primzahlen beginnen, wir haben ja 2, 4, jetzt hast du mal diese geraden Zahlen. Das Ganze baut auf Primzahlen auf. Und diese Primzahlen, das Prim ist natürlich schon ganz interessant. Pri heißt jetzt erst einmal immer vorhergehend. Wenn wir unser Pri, unser klassisches Pri, Pre, wir schauen nochmal, ob das im Lateinischen drin ist. Müssen wir ins Griechische gehen. Das Pri heißt eigentlich das Vorhergehende. Interessant ist immer das Hebraisieren, wenn wir hier dieses Pri machen. Dieses hebräische Pri heißt zuerst einmal ein Ergebnis, ein Ertrag, ein Erzeugnis, eine Frucht, eine Nachkommenschaft. Prim mit einem M hinten dran wird jetzt das nicht drin sein. Das heißt Besitzanzeichen ist für Gott ihr in Bezug auf Geist, ihre Frucht, ihr Ertrag, ihr Erzeugnis. Das Erzeugnis meiner Geistesform. Das sind die Früchte. Du kannst nur die Früchte ernten, die du selber vorher gesät hast. Die Primzahlen beginnen, und jetzt kommt ein ewiger Streit, beginnen die bei 2 oder bei 1? Ich sage nur so viel, offiziell in deiner Logik lernst du zurzeit in der Schule, dass sie bei 2 beginnen. Wenn du jetzt in die Zeitgeschichte wieder reingehst, wirst du feststellen, da gibt es viele andere Meinungen dazu. Viele sagen, eigentlich beginnt es bei 1, das ist eine Festlegung. Bin ich auch reichlich darauf eingegangen, aber die, die jetzt den Streit wieder haben, beginnen die bei 1 oder bei 2, die Primzahlen. Jeder erklärt irgendwie logisch, dass er recht hat. Die haben beide nicht recht. Die Primzahlen beginnen bei minus 1 plus 1. Und das sind 2. Und die 2 in dem Dual ist eigentlich 1. Dieses Du im Hebräischen ist 2 in Zusammensetzungen. Eine spezielle Zweiform, 2 speziell nur in Zusammensetzung. Das Nu ist noch interessant, weil das zum Flackern anfängt. Und Allwissen heißt ja Gott und nichts, die totale Implosion. Das ist die absolute Implosion. Das wirklich. Das heißt, du All wirst zu 2 und das ist plus 1 minus 1, die aber arithmetisch gesehen eigentlich nichts sind, diese 2. Was wichtig ist, ist jetzt die 3. Das ist nämlich die Synthese. Und dann kann man anfangen, das aufzubauen. Das hat alles einen tiefen symbolischen Sinn. Dieser Louis Pasteur in den spiegelbildlichen Kristallformen des Salzes der Traubensäure macht im ersten Moment keinen Sinn für dich. Schau dir einfach mal das Bildchen jetzt an. Diese schlimmen Namen, die da unten stehen, die musst du gar nicht so beachten. Wichtig ist jetzt, du hast oben eine Spiegelung und dann schmeißt man hier die rechte, linke plus minus Hälfte, diese Struktur bleibt noch nicht bestehen. Ich kann mit der Maus nicht reingehen, aber wenn du das Wort anschaust, wird es natürlich ganz interessant. Ich sage doch, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Was hier nicht erwähnt wird, sind die Trauben.
da lacht dich eigentlich schon das AOB an. Das heißt, die Erde ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung ist die Schöpfung aufgespannter Polaritäten, das ist unsere Beschwörungskunst. Das ist einmal das Erste. Aber was jetzt hier, diese Traubensäure, die müssen wir jetzt unbedingt reinspringen. Du wirst jetzt nämlich feststellen, dass du in der Hölle landest, wenn du das entheiligst. Das ist nämlich Säure von Tartarikum. Und was ist Tartarikum? Das ist Weinsteinsäure, Traubensäure. Aber was ist der Tartarus? Wir schauen uns erst einmal den Dar an. Das ist erst einmal ein vierfüßiges Tier, Tarandros. Immer an die vier Seiten denken. Ich erkläre das jetzt nicht, wenn wir weitergehen. Wenn du das vervollkommnest, kriegst du den Dar. Mit Weinstein eingerieben. Das heißt, es ist das Reich der Toten. Die Unterwelt. Da führt dich dieser Pasteur hin. Das Pasteurisieren heißt letztendlich, wenn ich was, ich zerstöre jegliche Form von Leben. Stimmt oder stimmt? Die machen wir dazu. Ich zerstöre gleich, ich mache gleich weiter. Habt ihr mein Bild noch hier? Ist meine Übertragung noch? Entschuldigung, ich höre euch nicht. Alles gut. Einschalten, kurz. Die Übertragung ist da. Okay, passt. Das heißt also hier, das Pasteurisieren heißt eigentlich, dass Lebewesen zerstört werden. Man nennt es auch steril machen. Das ist übrigens die barmherzige Samariterin. Das ist das Wort Schamor. Da kommt das Wort Samariter hin. Bewachen, hüten, konservieren. Und da steckt in den Konservieren, steckt der Servus mit drin, der Sklave. Das sind keine Zufälle. Wohlgemerkt, ich spreche hier Sachen letztendlich nur an, wo im Hintergrund ein Riesenkomplex ist, den du gar nicht wissen musst. Das ist, wenn ich immer für dich jetzt sage, du musst überhaupt nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, wie Windows-Betriebssystem funktioniert, um in den Computer einzuschalten und ins Internet zu kommen. Bei Holofeeling haben wir zwei Seiten, die einfachen Lebensregeln, auf die wir noch eingehen werden und jetzt im Hintergrund ganz rudimentär, wie dieses Sprachprogramm eigentlich funktioniert. Was ist jetzt hier? Bist du noch da, Helene? Ach, das. So, jetzt. Computertechnik halt. So, wir schauen jetzt da mal weiter. Diese Geschichte für sich selber ist übrigens auch sehr interessant. Trail and Error, Versuch und Irrtum. Was hier eigentlich entscheidend ist, und da müsste ich jetzt da mal reinfahren, theoretische Milchsäuregärung. Wir brauchen mal die Krankheiten Seitenraube, Keimtheorie, Infektion, Impfstoff im Labor, Geflügelkolera. Da gehen wir mal kurz rein. Der erste Impfstoff aus dem Labor gegen Geflügelkolera. Da müssen wir zuerst einmal, da ist eigentlich in dem Wort steckt schon die Lüge mit drin. Wenn du aber meinst, das ist Zufall, es ist immer alles, was deine Wissenschaft macht, alles, was ihr mit ihrer Kleingeistigen, eigentlich genau genommen geistlos nachgeäfften Wissen können. Sie können, wenn sie mit ihrer Logik was nicht anfangen, fassen, dann ist es zwangsläufig Lüge und es stimmt nicht. Das wirst du von mir nie hören. Ich betone immer wieder, dass jeder Recht hat, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen und vom Heiligen Ganzen haben die nicht die geringste Ahnung. Schon, es geht schon los bei dem Koll. Koll ist das Weltliche. Grundradix ist das erste Mal Chet-El. Da sind wir oft drauf eingegangen. Das ist Beben, profan, vor Angst, zittern, weltlich. Denk an den Enosch, das hebräische Wort für Mensch, sterblich, unheilbar, krank. Du bist kein Enosch, du bist kein Trockennasenaffe, kein sterbliches Säugetier, sondern du bist Geist von meinem Geist. Du bist zurzeit ein weltliches Wesen,
wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Und dann bist du zwangsläufig unheilig und uneingeweiht. Das ist einmal das Erste. Wenn wir jetzt hier in das Koll, in das Weltliche, bei der Cholera das L reinmachen, dann kriegst du jetzt erst einmal hier das Weltliche natürlich wieder. Der Sand, da betone ich immer wieder, AND heißt auf- und abschwingen, das sind deine Gedankenwellen. Ich werde auf- und abschwingen, die Schöpfung ist eine existierende Öffnung. Und das ist die Raumzeit. Die Raumzeit ist die Schöpfung einer existierenden Öffnung, auf blau gelesen, und ein Auf- und Abschwingen. Und da kannst du jetzt das schöne Sand, Land, Wand von Spiegel hüben, Spiegel drüben. Das ist immer dieses Hin- und Herschwingen. Der Sand ist das raumzeitliche Hin- und Herschwingen. Die Wand ist das, schau unten hin, das plus von Wand zu Wand hüben und drüben, Spiegel hüben, Spiegel drüben, schwingst du hin und her. Obwohl da nichts schwingt, weil sich das alles in der Mitte abspielt. Dass jedes dieser Worte ist eine physikalische Gleichung, wenn wir auf die Zahlenebene nochmal gehen. Das interessiert deine Welt nicht und wird deine Welt auch nicht interessieren, weil was ausgedacht ist, das betone ich immer wieder, nie was wissen kann. Du kannst Figuren in einem Traum nichts erklären. Alles Existierende ist ein Dasein müssen. Ob du an deinen Körper denkst oder an andere Körper denkst. Und da schiebe ich jetzt gleich nochmal ein, wenn du wirklich die Selbstgespräche nur studierst. Ich habe so viele kleine Beispiele, die du Geist sofort überprüfen kannst, wo du feststellen kannst, dass der Mensch, an den du denkst, der Körper, das Gehirn, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst, nicht die geringste Freiheit hat. Du kannst dir nicht raussuchen, was du denkst. Es denkt in dir. In dem Moment, wo du es wirst und das beobachtest, erkennst du das, dass du in keinster Ahnung irgendwie dir raussuchen kannst, wie du auf Sachen reagierst. Wie du Sachen interpretierst. Im Anfang ist das Programm. Das ist dein Intellekt. Dein Intellekt bestimmt, wie die Welt ist, die du dir ausdenkst. Der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Der bestimmt, was richtig und was verkehrt ist, was gefährlich ist, was gut, was böse ist. All das bestimmt dieser Intellekt und dieser Schwamminhalt, mit dem du dich in der jetzt ausgedachten Vergangenheit in dieser Symbolik vollgesogen hast. Da hattest du null Einfluss drauf. Und das ist nichts anderes, dass ich jetzt in der Symbolik sage, du bist der Computer selbst. Und das Programm, das du im Arbeitsspeicher hast, macht die Bilder, die du zu sehen bekommst, als Informationen. Gleichgültig, ob das jetzt nur feinstofflich bewusst gedachte Sachen sind oder ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind, sie entstehen durch das Programm, durch den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Darum heißt es auch, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und der Computer, in dem taucht nur das an Informationen auf, was er im Arbeitsspeicher zum Denken benutzt. An Daten und an logischen Verknüpfungen. Darum kannst du dir auch alles sinnlich wahrgenommen beweisen, was überhaupt keine Beweiskraft mehr hat, in dem Augenblick, wo du davon loslässt, zu glauben, dass du mit den Gedanken oder mit deinen sinnlich wahrgenommenen Informationen nichts zu tun hast. Dieser Louis Badeur, die Cholera, da springen wir jetzt ganz einfach mal in die Temperamentenlehre rein. Du merkst, Holofeeling verknüpft sämtliche Wissensgebiete, die Religionen, die Naturwissenschaft, die Arithmetik, allen voran die Arithmetik, sind abgeleitete Persönlichkeitsmodelle. Eine Persona ist eine Maske. Es ist einfach nur eine ausgedachte Figur, ein Körper, eine Maske, ein Avatar mit einem gewissen Grundprogramm. Diese Temperamente. Immer dran denken, Mentior heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Die Experimente, Experi, aus mir herausgetreten, Peri um mich herum, ist das, was ich mir Mentior überlege und die Lügen, die ich um mich herum rein ausgedachterweise um mich herum verbreite. Kommt von Mens, von Denken. Fabeln, sich gegen die Wahrheit versündigen. Du versündigst dich gegen die Wahrheit ständig. Die Wahrheit sind deine Wahrnehmungseinheiten. Das, was du wahrnimmst. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht, laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Du siehst Menschen, wenn du auf einen Monitor schaust. Das sind keine Menschen. Das ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Das geht schon in der Wahrnehmungspsychologie los, wenn ich immer sage, wenn du voll präsent Cut machst, was ist jetzt da? Und wir gehen jetzt mal in die Wahrnehmungspsychologie und irgendwie zeigt dir jemand etwas. Und er fragt dich dann, was siehst du? Ist es eine Vase oder zwei Gesichter?
Ich sage weder noch, es ist ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf geschwritzt ist, oder ein Monitor mit statisch stehenden, flackernden Lampen, die diesen Unterschied darstellen. Dann siehst du das, was jetzt da ist, dann versündigst du dich nicht an der Wahrheit. Du versündigst dich an der Wahrheit, wenn du anfängst, dir Sachen auszudenken, die rein logische Konstrukte aufbauend auf Worten sind, wenn du zum Beispiel eine Zeitung liest oder ein wissenschaftliches Buch. Was machst du aus diesen Worten für Vorstellungen? Und Holofeeling ist ein klares arithmetisches System im Hintergrund, wo ein Gesamtzusammenhang, ein arithmetischer Zusammenhang ist, so wie wenn du eine offene Welt, ein Videospiel spielst, muss dir klar sein, das ist ein Konstruktprogramm. Und alles, was prinzipiell, wenn dieses Programm mit diesen Daten im Computer läuft, das bist du. Alles, was prinzipiell auftauchen kann, ist im Arbeitsspeicher schon drin, bevor es auf dem Bildschirm auftaucht. Es ist auch dann da, wenn es nicht auf dem Bildschirm auftaucht. Und alles, was auftaucht, wird aus diesem Arbeitsspeicher nicht herausgenommen, sondern es werden nur Facetten, einzelne Facetten und Perspektiven zur Anschauung gebracht, die aber im Arbeitsspeicher immer ein unverändertes, heiliges Ganzes sind. Und diese offene Welt, da sind wir dann natürlich schon bei off, wenn ich immer wieder sage, dieses off. B ist im Hebräischen gleich W. Dieses offer, der Bissen ist dein momentanes Wissen. Mund, Mundus. Triformis. P auf Hebräisch, BH heißt auch hier. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Bissen von Wissen. Und all diese unendlich vielen Bissen, die auftauchen können, sind die Weisheit. Die Weisheit, die du in dir trägst, ob du das jetzt glaubst oder nicht glaubst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und da sind wir jetzt beim Offiziellen. Offizial ist die Diener der Obrigkeit. Die Frage ist, was ist die Obrigkeit? Wer ist der wirkliche oberste Herr? Der absolute Meister aller Meister. Offizio wiederum, wir können ja immer rot-blau lesen, heißt Offizio, das Offizielle heißt entgegentreten, jemanden den Weg treten, etwas versperren, verbauen. Ich sage immer wieder, die katholische Kirche, der Papst ist der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden, das kannst du vergessen. Der tritt dir den wirklichen Gott in dir, wirst du nie finden, wenn du in irgendeine Sekte eintrittst. Da kommt auch dann hier das Office, die Bürokratie her, die sich immer mehr aufbläht in deiner Welt. Das ist jetzt in unserem Bundestag, den du dir ausdenkst. Das Einzige, was die können, immer neue Posten von Wasserträgern erschaffen und sich Posten zuschaufeln. Das Volk geht denen am Arsch vorbei. Das ist Scheinheiligkeit. Dasselbe passiert in den Kirchen, wenn du reinschaust. Es geht um Machterhalt der Partei, der Kirche. Das ist jetzt übrigens keine Schuldzuweisung. Nochmal. Alles, was wir uns ausdenken, ist ganz bewusst jetzt da in deinem Traum. Das sind die Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen. Das ist das, was ich immer wieder wiederhole, dass an das einmal klar wird. Also diese Temperament, das war jetzt nur das Wort. Sobald ich ein Wort ein bisschen genauer anschaue, und ich sage, da müssen wir uns 400 Seiten damit beschäftigen. Was interessant ist, das baut auf 4 Temperamente. Du landest immer wieder hier, und die schauen wir uns ganz, ganz kurz an. Das kommt vom Vollblüter, vollblütig. Blut. Blut, wissen wir, heißt in einer Hülle stecken. Vollblut sein. Ein heiterer, lebhafter, leichtsinniger Mensch. Man kann sagen, ein neugieriger Mensch. Das ist der Rode, der sich erforscht. Er, E Quadrat R, ich und du bilden mit dem Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker die 4 Temperamente. Da schauen wir uns jetzt den nächsten an. Das ist der Phlegmatiker. An Überfluss, an Phlegma leiden. Das ist jetzt der Rode, wenn zum Denken anfängt. Dann wird über ihm drüber was zum Fließen beginnen. Das ist die Welt einer longitudinal ausgedachten, um dich herum verstreuten, raumzeitlich, räumlich wie zeitlich um dich herum verstreuten Gedanken. Du leidest an diesem Überfluss. Darum ist es phlegmatisch, nennt man auch ein Rotziger, ein Rotz, der Rotz. Der Rot beginnt, die Geburt des Intellekts macht dich zu einem Reisenden. Der Geist wird erweckt. Übrigens, das Phlegma heißt, du lebst jetzt in dem Ballonrand. Wir wissen, B-Rand heißt ein Ballonrand, BR ist das äußere Ohr und die hast auf- und abschwingen. Das Ganze ist jetzt eine Welle, Gall, und es wird zu einer aufgespannten Erscheinung.
Das sind dann auch Galut, können wir eigentlich die Wellen nennen. Das sind übrigens dann auch gleich im Wellenphänomen der Trümmerhaufen über dir. Das ist der Trümmerhaufen, das sind die Gedankenwellen, diese zerklüftete Oberfläche ist genau genommen nur eine Reihe, die WL doppelt aufgespannt, hochgeschmissen und auseinandergeschmissen. Holofeeling. Da steht jetzt eigentlich die Glut. Das ist die Diaspora. Es wird übrigens Schwellen. Die gehen jetzt ex-il, intellektuelles Licht ist aus dir heraustritt. Und das Ganze ist ein Herumkugeln. KGL heißt letztendlich wie eine Welle und N am Ende hebraisiert heißt I in Bezug auf Frauen. Das heißt wie ihre Wellen. Genau. Die Wellen der Frau, die hast jetzt die Wellen, die deine Logik aufschmeißt. Ich nehme jetzt mal keine Rücksicht. Das ist einfach, GL ist die Welle, immer die Vokale rausschmeißen, K als Vorsilbe wie. Mal schauen, ob der Redo das reingeschrieben hat, aber das ist wahrscheinlich nicht drin, weil das ja kein Wörterbucheintrag ist. Ja, es hat. KGL haben wir jetzt, ist die Kugel oder der Kegel, ist wie geistiges Licht. Du weißt, dass ein D-Reieck, das ist jetzt ein geschlossenes Spiegeleck. Und wie Rei, der Kopf, die Schöpfer Gottes mit seiner Raumzeit, 2D auf der nächsthöheren Ebene an den Kegel geben. Das ist jetzt schon Physik, da schwingt Physik schon mit rein, aber ein N hinten dran ist ein Besitzanzeichen, das Fürwort für Frauen und das heißt dann wie ihre Wellen. Darum ist ja. Das wäre jetzt Grammatik, ganz korrekte hebräische Grammatik. Ja. Ewig-Grammatik. Also gut, du merkst jetzt schon, der Schleim, das fliegt mal der polare Rand. Udo, Entschuldigung, wenn ich mich ein... Das ist rote. Udo, Entschuldigung, wenn ich mich einmische. Dieses Echo wird jetzt immer deutlicher. Wenn das auf der Aufzeichnung drauf ist, wäre das nicht so gut. Ja, bei mir Reto ist es Reto, Reto hat wieder du ausgemacht. Halt wegmachen. Du halt aus, die Lautstärke zurück. Es ist wirklich bei dir. Ich kann es nicht mehr machen. Habt ihr auch was? Du hast auch nichts, ne? Das macht dein Mikro aus und mach den Kopfhörer raus. So. Das ist immer, siehst du, nicht einverstanden sein. Wir sind immer beim Thema. Was haben wir noch? Einen Rotzigen, dann können wir noch eins rücken. Jetzt kommen wir die zwei Interessanten, das ist nämlich der Choleriker und der Melancholiker. Und da haben wir jetzt zweimal die zwei Minushälften, da haben wir die Keutrenner. Da kriegst du jetzt die Galle. Das ist natürlich Cholerikus, da bin ich gerade schon drauf eingegangen. Das Koll ist das Weltliche. Koll, um das nochmal zu zeigen, das ist jetzt dann der Sand, das Weltliche. Das ist übrigens... Heißt auch hier im klassischen Hebräisch beben, zittern, sich vor irgendetwas fürchten. Und das Ganze führe ich dann auch zum Chil. Chi heißt das lebendige Licht. Chi, Licht, das lebendige Licht. Und jetzt kriegst du hier Angst und Schmerz. Genau genommen hier, der Soldat anwerben, beben, rekrutieren, Angst. Interessant ist, es ist genau genommen der Geburtsschmerz. Darum nennt man das auch im Wehen liegen. Und dann liegst du im Kreissaal. Das ist die Welt deiner Informationen, die um dich rumkreisen. Das Rotieren. Die Tiere, die anfangen zu rotieren, die liegen im Wehen. Das ist der Geburtsschmerz, das ist das lebendige Licht. Dieses Qi, dieses lebendige Licht, das ist das Licht, das du dir ausdenkst, die Sonne, die irgendwann aufgeht und wieder untergeht. Das sind die Lichter, die sich angeblich durch Raum und Zeit bewegen, was übrigens überhaupt nicht der Fall war, sein kann. Es ist also hier letztendlich, spielt sich ja alles in dem Stereomorder ab, da kommen wir aber dann noch dazu. Das ist der Choleriker, darum ist dieses Gelbgallig. Da kann man jetzt natürlich, der Geist ist all, ist nichts, der auseinandergeschmissen wird, oder das Gall, die Welle wird auseinandergeschmissen, das auch weglassen. Da kommst du aus der Welle nicht raus. Und als nächstes haben wir jetzt den Melancholiker, der ist dann schwarzgallig, schwa-ares. Die Welt ist eine Nichtigkeit, heißt es hier. Mel, da kann ich lesen vom Hochheben, das Joch, ich kann auch ML lesen, das heißt gegenüberliegend und beschnitten. Das ist diese Sache melancholisch. Das ist auch Kolle die Galle, das Schwermütige. Normal wird es übrigens mit vier Smileys dargestellt, wenn du hier dir das anschaust. Ich weiß nicht, ob das Bild da noch drin ist. Und da haben wir jetzt unsere Smileys, das sind die vier Phasen im Einheitskreis. Das ist plus plus, beides lächelt. Plus minus, das heißt, es ist ein Lächeln im Mund, Mundus, P heißt hier.
Es lächelt noch hier, aber die Augen gehen schon nach unten. Dann hast du Minus, Minus und dann geht es wieder nach oben in das Plus, Plus. Das sind die vier Phasen im Einheitskreis. Es ist alles Physik. Da siehst du jetzt der Rote, das Blut ist dem Jupiter zugeordnet. Der Choleriker Koll ist der Mars, der Kriegsgott, der Saturn. Und dann kriegen wir das flüssige Dämon, der ja auch ein Dal, das sind die zwei Lichter, ein Licht und noch ein Licht, die aber letztendlich beide beleuchtet werden müssen, wenn ich die auf einer Leinwand projiziere. Aber das wird jetzt zu weit gehen. So, der Louis Pasteur, die Cholera. Und zwar geht es, die Lüge, haben wir gesagt, ist eigentlich hier die Impfung der Humanmedizin. Und wenn du dich jetzt da reinlösen tust, es ist ein ewiges Ding von Versuch und Irrtum. Ich schaue mal, ob ich die Stellen finde, weil das... Es ist einfach Filwisserei. Und jetzt sage ich dir, bei Holofilien geht es nicht um Filwisserei. Was du aus den Worten Max kannst du hier insgesamt einfach beobachten, indem du das liest und schaust, was für Vorstellungen die Worte in dir aufwerfen. Und du musst wissen, sobald du ein Wort genauer anschaust, kannst du aus denselben Worten komplett andere Geschichte rausgenerieren. Wenn du auf die Metapherebene gehst, dann wird dir vielleicht irgendwann einmal bewusst, wie unendlich ich das extreme und komplex vereinfache, dass du das mit deiner Basic-Logik anfassen kannst. Du kannst alles runterrationalisieren, Ursprünge der Impfstoffindustrie. Wenn du das runterrationalisierst, kannst du schlichtweg und einfach bloß immer sagen, was ist jetzt da? Da kommen wir jetzt zu unserem Milzbrand, mit dem Robert Koch, unser Robert Koch-Institut. Du wirst irgendwann einmal begreifen, das Einzige, was in deiner Welt zurzeit interessant ist, ist schlichtweg und einfach das Geld, das Wachstum. Das Wachstum, die reden nur noch in der Wissenschaft, jetzt in der Welt reden alle nur vom Wachstum. Wir benötigen Wachstum, dass uns wieder besser geht. Ein hirnloser, geistloser Konsum, der angeblich Glückseligkeit erzeugt, was du irgendwann einmal erkennen wirst, dass da jegliche Form von Geistigkeit mittlerweile gedödet ist bei den Menschen. Du lebst in Sodom und Gomorra. Ich mache jetzt den einmal hier mal weg. Ich habe zwar da kleinen Moment. Ich habe so viele Sachen vorbereitet gehabt, wenn wir den Quantensprung machen. Die Wortbedeutung vom Quantensprung. Das ist so unendlich vielfältig. In der Altgangssprache, selbst die Quanten, wichtig ist eigentlich immer die Grundlage, da wird in der Vordersprache reduziert sich das herunter. Das ist jetzt Kontinuität. Es gibt keine Kontinuität. Dieser sogenannte lückenlose Zusammenhang ist das absolute Nichts, das ist Gott. Und aus diesem Gott entspringen Einzelteile und jetzt ist das Kontinuierliche. Die Bewegung gibt es nicht, weil das nämlich Berechnungen sind. Das ist Arithmetik. Es ist ein Riesendruckschluss zu glauben, dass hier irgendwas kontinuierlich abläuft. Ein großes Problem hier der alten Griechen ist, sie schließt auch aus, dass etwas ins Nichts verschwindet und aus dem Nichts entsteht. Das sind so Sachen, die denkst du dir aus und dann plapperst du nach und das ist jetzt eine einseitige Aussage. Ich gehe jetzt einmal ganz, ganz gezielt da nochmal drauf ein. Dazu tue ich einmal mich wieder machen, dass ihr mich seht. Ich habe das heute Morgen kurz durchgespielt. Heute Morgen, du merkst, ich mache jetzt Worte und sofort denkt man an eine Vergangenheit. Das ist mir jetzt wichtig, dass dir das klar ist. Es ist jetzt. Und ich denke in einen anderen Zeitraum. Das ist für mich sehr schwer. Mittlerweile kann ich mich gut disziplinieren, wenn ich als Brüssel Udo in deinem Traum als Figur in Erscheinung trete und nimm das langsam für voll, es ist wirklich so. Ich bin jetzt deine Information. Ich bin nicht das Pixelmännchen, nach wie vielen Hunderten von Selbstgesprächen sage ich das. Ich bin nicht der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist einfach nur ein Gedanke in deinem Kopf, ein Trockennasenaffe, den du dir jetzt irgendwo da außen hin denkst. Weil er angeblich jetzt nicht da ist, muss er ja woanders sein. Das ist alles unheimlich logisch, aber schau jetzt einfach, was jetzt da ist, was wirklich da ist. Und dann hast du diese Pixelmännchen vor dir. Du kannst an dich selber denken. Übrigens auch dein Körper existiert nur, wenn du an den Körper denkst. Ich erkläre dann auch, wie du das machst. Wir hatten das Thema jetzt, dass das
kontinuierliche. Du kannst immer nur beobachten, wenn was auftaucht in dir. Du wirst niemals beobachten können, wenn was verschwindet. Neulich habe ich das Beispiel gemacht, dass ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel, schau mal bitte zur Tür. Mach du, Geist, der denk an deinen Körper und dann schau zur Tür. Schau zur Tür und schau zur Tür, Klinke. Das habe ich so oft gesagt. Und jetzt frage ich dich, da ist diese Tür aufgetaucht mit der Türklinke. Ist dir aufgefallen, dass der Monitor verschwunden ist? Jetzt, wo wir das ansprechen, passiert was Eigenartiges. Du denkst dir jetzt vor, in deinem Kopf, denkst du dir zwei Bilder gleichzeitig. Das ist jetzt wie, wenn du jetzt auf den Monitor schaust und du kannst jetzt meinetwegen den Udo auf die Nase schauen, auf die Nasenspitze schauen oder den Heuk auf die Nasenspitze schauen. Und wenn du das jetzt wechselst, sobald du den Udo auf die Nasenspitze schaust, weil wir jetzt das Thema vom Holger seiner Nasenspitze haben, ist der Holger noch in einem Randbereich unscharf. Er ist aber noch da. Wenn du den Udo auf die Nasenspitze schaust, probier es aus, dann ist der Udo unscharf. Er ist noch da, im Hintergrund. Wenn du das aber in deinem Alltag machst, sobald du den Blickwinkel veränderst, löscht sich mit dem Auftauchen des neuen Bildes, wird das bestehende Bild komplett vernichtet. Dann kannst du dich natürlich fragen, was habe ich vorher angeschaut? Und dann hast du die zwei Sachen. Jetzt zum Beispiel hast du den Monitor vor dir. Und jetzt kannst du dir denken, dass du vorher die Tür mit der Türklinke angeschaut hast. Während du den Monitor auf der VR-Brille hast, denkst du auf den zweiten inneren Monitor, der feinstoffliche Abbildung. Jetzt sehr starke Vereinfachung. Denkst du dir die Türklinke und wenn du die Türklinke anschaust, denkst du dann an den Monitor. Das sind nur zwei verschiedene Arten von Informationen. Eine sinnlich wahrgenommene Information auf der VR-Brille und eine feinstofflich gedachte Information. Das, was wir jetzt machen, ist wirkliche Meditation. Jetzt zeig mir irgendein religiös-esoterisches Buch, wo irgendwas über Meditationen geschrieben ist, wo das so präzise beschrieben wird. Die führen dich alle in Zackers. Setz dich hin und atme gleichmäßig ein, zähl 21, 22, 23 und dann ausatmen. Was machst du in dem Moment? Du denkst ständig an den Scheißdreckskörper, den du eigentlich los haben willst. Das ist nämlich dein Gefängnis. Ich sage dir, das existiert nur das, was du jetzt denkst und alles andere ist auch da, aber auf der Festplatte in der heiligen Einheit. Und du lässt so unendlich viel weg, du bist so fokussiert auf Kleinigkeiten in der Rechthaberei. Und das Ganze ist digitalisiert. Das ist der Quantensprung. Es geht nur in ganz zolligen Sprüngen. Und da wollen wir uns gar nicht verlieren. Ich gehe in vielen Einzeldetails in den ganzen Ohrenbarungswerk drauf ein. Für dich ist momentan ausschlaggebend, einfach nur der zu werden, der sich ständig ganz bewusst jeden Moment beobachtet. Darum rate ich immer wieder und sage, alle zwei Minuten, Cut, was ist jetzt da? Und dann machst du dir bewusst, schau tief in dich rein, komplett selbstehrlich, was du noch glaubst. Inwieweit ist noch in dir Zweifel? Diese 2F in dem Wort off, offiziell. Off auf Englisch heißt OFF, sind zwei Facetten. Schau das, zwei Facetten, die kreisen. Den Austausch, ich habe so viele Kleinigkeiten hier erklärt, wie du das auch alles hundertprozentig sicher überprüfen kannst. Und jetzt kommt dieses Spiel mit Angst machen. Das heißt, alles, was du glaubst, weil du nachäffst, wenn wir denken uns jetzt einmal bewusst Menschen aus, die alles beweisen, die Sterbezahlen. Ich sage, wer hat das gezählt? Ja, Robert Koch oder die Statistik. Das ist wie mit den Arbeitslosen. Du vertraust blind Zahlen und du gehst nicht auf den symbolischen Wert dieser Zahlen ein. Und nichts ist trügerischer wie Statistik. Wenn wir jetzt wieder, und jetzt betone ich immer wieder, wenn ich so mache, sage ich offizielle Zahlen anschauen, haben wir zwei Seiten. Einmal die Zahlen, die hinderlich sind, weil ich die immer festhalten in dieser Traumwelt. Bis in alle Ewigkeit wirst du hier dieses Leben wiederholen in einem ständigen Wechsel. Der tausendjährige Feuersee. Ein Dach ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Dach. Und ein einziger Dach besteht aus unendlich vielen Momenten, die in dir auftauchen. Und jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Die Angst, was zu verlieren, was du dir ausdenkst, was du genau genommen wieder zurückbekommst, wenn du es nicht mehr denkst, wenn du ein träumender Geist bist. Jetzt wohlgemerkt als Symbol. Du bist der, der sich an träumenden Geist ausdenkt. Nein, du bist der, der sich an ausdenkt, der sich an träumenden Geist ausdenkt. Du musst verstanden haben, was rot, diese rote Symbolik bedeutet. Ein absolutes Nichts zu sein, heißt ewig zu sein.
Was Existierendes zu sein, heißt vergänglich zu sein, selbst wenn du das immer wieder wiederholst. Und das ist jetzt eben, es ist vollkommen gegen göttliches Gesetz, was Existierendes möglichst lange am Leben halten zu wollen. Und jetzt erwähne ich immer und immer wieder, wenn es einer nicht akzeptieren will, deine Vorstellung von Mensch ist eine Entwicklung vom Säugling bis zum Greis. Das ist die Phase, die du einsehen kannst, die wir in 3x3x3 Wachstumsstufen einladen können. In einer ständigen Verwandlung. Wenn wir ganz am Anfang anfangen, ist es die Befruchtung eines Eis. AI heißt zuerst einmal schlichtweg und einfach nur Schöpfergott. Und das hebräische Wort AI heißt unter anderem auch nichts. Dann wird aus dem Ei, wir bleiben in dieser Psyche, in der Schmetterlingssymbolik, eine Raupe. AUB, die Berechnung von Beschwörungen. Das ist der Embryo. M. M ist die Mutter. Ich habe gerade schon gesagt, Goma. Sodom und Gomorra. Du lebst in Sodom und Gomorra und wir wissen ja, wir christlich-jüdisch erzogene Menschen, Sodom und Gomorra ist das Land, wo Gott absolut vernichtet. Ich werde deine Welt komplett vernichten, wenn du brav bist. Was heißt das? Du wirst wach. Was passiert, wenn eine Traumwelt vernichtet wird? Es geht einher in dem, dass der träumende Geist wach wird. Er fängt natürlich dann wieder auf einer höheren Ebene was Neues an zu erleben. So wie wenn du die Matrix verlässt und diese Traumwelt betrittst, was du jetzt Welt nennst, was eine Matrix eigentlich Matrix 2 nenne ich das, die Gebärmutter in dem Film Matrix, erlebst du was vollkommen Neues, weil du ein neues Programm kriegst, das du aber nicht bekommst, solange du ständig bestrebt bist, dein Programm am Leben zu halten. Ich nehme dir das nicht weg. Ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du sagst, es ist genug. Nicht wollen funktioniert auch nicht. Das ist Kaufmannsding. Und das Koma, wir schauen uns das jetzt nochmal schnell an. Ich springe da mal nochmal schnell in den Koma rein. Das Gomorra, das schreibt sich zuerst einmal, die Grundbasis ist ganz einfach nur Koma. Jetzt muss man den Trick, ich habe das oft angesprochen, im Hebräischen, das ist vorne nicht mit einem G, mit einer 70 geschrieben, was an und für sich ein lautloser Vokal ist. Und wenn du jetzt unten hinschaust, habe ich aufgemacht, heißt es noch GY. Hier unten steht es. Kann man im Althebräischen nachschauen, hat dieses Goma, das ist das Ende, der Schluss, das Abschließen, das Beenden, fertig machen. Goma. Er brachte es zu Ende, er vollbrachte, er beendete das, indem ich Goma schlichtweg und einfach vernichte. Das sind die zwei Seiten. Halt. So muss ich es machen. So. Da haben wir das Goma. Das habe ich jetzt mit einem G geschrieben, okay? Er brachte es zu Ende, er hörte, er vollbrachte es. Und jetzt machen wir diese 70 draus. Das ist jetzt das G. Dieses G mache ich jetzt zu 70, das auch als G ausgesprochen wird. Und jetzt kriegst du das Garbenbinden. Der Garbenbinder. Was ist eine Garbe? Eine Garbe binden, das heißt, ich mache ein Bündel, einen Bund. Und dieser Bund, das ist der Faschismus, da kommt das Wort Faschismus her. Das heißt, Goma weist darauf hin, dass es hier um eine faschistische Welt geht. Wenn du faschistisch denkst, weil du nur zusammenhängst in einem gewissen, in einem Bund, das ist hier unten steht noch G an 70 gelesen, Goma, das ist hier Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra. Jetzt ist aber, wenn du das jetzt stehen hast, wird es interessant, es beginnt mit dem Gom, ist eigentlich Om. Und dieses Om alleine, das ist das hebräische Wort für Volk. Und zwar ein Kriegsvolk, das sind die Leute. Die Leute, die Menschen sind ein Kriegsvolk. Das andere Wort dafür ist Medin. Gestalt gewordene Erscheinung, blau gelesen, das sind lebende Leichen. Die Met heißt Leich, sind die Tod, lasst die Toten ihre Toten begraben, die Toten des Meeres. Metim, das ist das hebräische Wort für die Leute, die Menschen, die du dir ausdenkst. Das sind lebende Tote. Du kannst nicht etwas am Leben erhalten, was überhaupt nicht lebt.
Die Lebendigkeit, die du erlebst, erlebt der Geist, und alles, was auftaucht, alles Existierende, wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Wenn du nicht das glauben willst, was hundertprozentig sicher ist, glaub nochmal, die Welle, Gall oder das geistige Licht, das solltest du beschwören, das ist unser AOB. Du solltest nur noch das beschwören, was du auch ohne eine Meinheit beschwören kannst, und dann wirst du der ZAOB, der große Zauberer deiner Welt. Die Wiederverzauberung der Welt. Alle, die wo was beschwören, was sie nur mit der Meinheit beschwören, das sind tote Geister. Was heißt das? Tote Geister sind normale Menschen. So, und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du irgendwelche Rechthaberei, wie oft hast du schon mit einem rumgeschritten, weil du irgendwo was aufgeschnappt hast und du dich hundertprozentig im Recht gewähnt hast, in dem Wahn gelebt hast, dass das stimmt, ohne das zu überprüfen, was du aufgeschnappt hast. Was kannst du eigentlich überprüfen? Kannst du Vergangenheit überprüfen? Kannst du überprüfen, ob es an Jesus gegeben hat? Ich kann dir Schriften zeigen, wo die sagen, das ist eine Märchenfigur. Ich kann dir Schriften zeigen. Kannst du überprüfen, ob der gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde? Ich zeige dir Schriften, wo drin steht, er wurde gekreuzigt, und ich zeige dir Schriften, wo er nicht gekreuzigt wurde. Kannst du überprüfen, wie viele Menschen auf der Erdkugel leben? Kannst du überprüfen, dass jetzt eine Erdkugel da ist, die sich um die Sonne herumdreht? Wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit, und ich betone nochmal, ich erkenne, ich habe kein Erbarmen. Das wird jetzt sehr interessant, jetzt müsste ich nochmal reinspringen, weil das Wort Erbarmen und das Wort Matrix ist nämlich im Hebräischen dasselbe Wort. Ich habe kein Erbarmen gegenüber Affen, die in der Matrix leben. Ich habe null Erbarmen gegenüber Menschen und Lebewesen, die in einem Traum in Erscheinung treten. Das klingt jetzt extrem herzlos, aber was sind das? Das sind Gedanken, die sind doch eh schon wieder weg, wenn ich sie nicht mehr denke. Das ist wie das Heureka-Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Es ist ein riesen Heureka. Gott hat kein Erbarmen mit Existenzen. Mich interessiert nur der Geist, der träumt, der jetzt natürlich auch eine symbolisch ausgedachte Figur ist, aber ein träumender Geist ist ein absolutes Nichts. Ein Nichts, das in seinem eigenen roten Kopf eine selbst erschaffene Welt erlebt, und die selbst erschaffene Welt baut auf den Intellekt, den dieser träumende Geist auf seinen Schwamminhalt, den er zum Denken benutzt, der noch extrem unvollkommen ist. Das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Diese Anmaßung von Menschen, Druck erzeugt, wenn wir in die Physik gehen, Druck erzeugt Gegendruck. All die Rechthaber um dich herum sind die Spiegelbilder deiner eigenen Rechthaberei. Jetzt kommt der Brüssel Udo in dir und der sagt, die haben alle recht. Jeder, egal was er behauptet, es ist seine Vorstellung von richtig, von Richtung. Aber was natürlich interessant ist, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Darum sage ich, die Menschen, die du dir ausdenkst, existieren nur in dem Moment, wo du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher, hier und jetzt in deinem Kopf. Ich rede jetzt gezielt von Menschen, die du dir ausdenkst. Und jeder Einzelne, den du hier und jetzt in dir erschaffst, ist genauso charakterlich, wie du in dir ausdenkst. Und du kannst sie dir auch in die Vergangenheit denken, der ist trotzdem hier und jetzt, dann bestimmst du, was er gemacht hat, was er entdeckt hat, ob er gut ist, ob er böse ist. Das macht alles der Intellekt, den du zum Denken benutzt, der aber nicht deine Meinung ist, sondern eine Anderung. Es ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher. Diese kleine Erkenntnis, die ich immer wieder wiederhole, vergisst du. Würdest du die nicht vergessen, hättest du kein Problem mehr. Was natürlich nicht ganz interessant ist, wenn ich jetzt weiß, was bedeutet Problem, das Vorgelegte. Dir wird noch was vorgelegt. Das ändert sich gewaltig, wenn du weißt, dass du das bewusst selbst aus dir herausschöpfst. Dann wirst du nämlich deine Fokuspunkte verändern. Und momentan ist es so, dass in deinem jetzigen Zustand dieser Lernphase es nicht darum geht, dass du was veränderst, nicht einmal dein eigenes Leben. Das ist das Irre bei Holofeeling. Ich sage, du spielst deine Rolle wie ein Schauspieler auf der Bühne. Immer wieder erwähne ich das ganz normal weiter. Aber jetzt wird was in dir wach, nämlich du selbst, indem du zu einem absoluten wertfreier Beobachter deiner eigenen Traumwelt wirst. Und dazu gehört in erster Linie, verlage den Fokus auf deine zwanghaften Wertungen und Interpretationen. Jetzt springe ich wieder an den Anfang des Gesprächs zurück, wo ich sage, wenn der Udo sich verspricht, wenn er sich verhapselt, egal was es ist, beobachte, ob du überhaupt reagierst, ob du es mitkriegst und wie du sofort nachbesserst, das stimmt nicht oder da hat er sich versprochen.
Das passiert ja alles in dir. Das ist vollkommen okay. Ob du das gut oder schlecht heißt, es ist auch wurscht. Es ist wichtig, dass du der bist, dem bewusst wird, wie du auf einen Reizauslöser reagierst und den eventuell einseitig mit richtig und verkehrt interpretierst. Du musst der werden, der das merkt, ohne was dran verändern zu wollen. Dann kommst du mit einem Bein, stehst du dann eigentlich schon in der ewigen Welt. Das ist mit einem Bein im Wasser, mit einem Bein am Rand, Sand, Land. Das ist dieses Auf- und Abschwappen in dir, dieser Gedankenwellen, die maßgeblich, einzig und allein von dir unter Zuhilfenahme des Intellekts, den du zurzeit zum Denken benutzt, verändert werden. Aktion, Reaktion. Schreist du in den Spiegel, meine Spiegelmetapher, schreibe Spiegelbild zurück. Das heißt, umso mehr du dich über irgendwelche aufregst, umso mehr werden die Werden in dir, die sich über was aufregen. Umso mehr du dich zurücknimmst, umso mehr kehrt wieder Ruhe ein. Das sind elementare Prinzipien, die in allen Religionen, in allen heiligen Schriften gelehrt werden, die natürlich in einer extrem materialistischen, geistlosen Welt, die nur wir setzen auf Wachstum, einer unsozialen Welt, absolut unsozial, die Wirtschaft, das ist alles Blödsinn, was die Linken sagen. Das, was übrigens auch richtig ist, weil du musst viele Systemparameter verändern. Das heißt, du brauchst ein vollkommen neues Weltbild. Das ist die höhere Ebene. Das ist Holofeeling. Es ist eine Teilverbesserung, aus einer Scheibe eine Kugel zu machen. Ich betone nochmal. Die Gedankengänge Galileis, die wir uns jetzt ausdenken, haben aus einer Scheibenwelt eine Kugelwelt geformt. Hättet ihr meine Gedankengänge gefolgt, die von Jesus, dann hättet ihr aus dieser Scheibe schon längst ein Himmelreich gemacht auf Erden. Und dieses Himmelreich besteht nicht aus ewigem Sonnenschein. Da wird nämlich wieder mit deiner Logik, wenn du die Systemparameter nicht veränderst, alles kaputt gehen, wenn nur die Sonne scheint. Das ist Frieden. Du brauchst die Zerstörung. Wird es keine Zerstörung geben, wird nie einer in die Schule gehen können, dann wird nämlich bis in alle Ewigkeit ein Hosenscheißer da sein. Du willst ja nicht, dass dein Kind was passiert. Was ist dein Kind? Ist der Säugling, den du dir ausdenkst, dein Kind? Es ist eine vergängliche Erscheinung, die in einer ständigen Verwandlung, in einer Umformung ist. In dir selbst. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist vollkommen neu. Das symbolisiere ich mit der 200 Gramm rote Knete. Auch wenn du oberflächlich betrachtest, meinst, das ist dann immer dasselbe, wenn ich sage, du gehst jetzt in dein Videospiel, in die Stadt, dieses in Bewegung setzen. Wunderschöne Beispiele, wenn da schon einer drüber diskutieren will, wenn ich sage, mach das doch einmal im Gedanken, was machst du? Du tauschst einfach nur im Jetzt Gedanken aus. Und wenn du das auf der Verabrede machst, gehst du in die Welt der Vergessenheit. Es passiert nichts anderes, es sind nur diese sinnlich wahrgenommenen Informationen, machen dich so unendlich blind, weil du aus dem Paradies herausgeflogen bist. Der Adam, der sich jetzt ein Kleid aus Fell, aus Ohr macht, mit 70 geschrieben. Darum heißt es auch blenden, dasselbe Wort heißt nicht nur das Leder, das Fell, die Haut, die dich ein, die Zeichen, die dich einhüllen. Es heißt auch blenden, es blendet dich, du wirst blind im Angesicht dieses materialistischen Schwachsinns, den man dir erzählt. Fühlst du dich älter? Wie definierst du älter? Doch immer nur in Bezug auf deinen Körper, wenn du an deinen Körper denkst. Was ist, wenn du über irgendwas nachgrübelst in dir, wo das Thema mal nicht der Körper ist, dann existiert dein Körper nicht und dann ist ein Geist da, der seine Informationen anschaut. Und der ist frisch und der ist leicht und der ist frei, außer er redet sich irgendwelche Sorgen ein, was in der Zukunft alles passieren kann. Oder er äfft irgendwelche einseitige Meinungen noch. Das wirst du irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst, auch wenn das liebe Menschen sind, die du liebst, nicht erklären können. Das sind Menschen aus Sodom und Gomorra. Das Gomorra habe ich gerade schon gesagt, das sind Faschisten, das sind Rechtsfaschisten oder Linksfaschisten. Es sind Rechthaber. Die haben keine Überlebenschance schon aufgrund der Tatsache, dass diese Rechthaber, die wir uns jetzt denken, Gedanken sind, die schon wieder weg sind, wenn wir sie nicht mehr denken. Das ist das Einzige. Brauche ich einen großen Intellekt, um das zu verstehen? Und jetzt betone ich nochmal, diese extreme Herzlosigkeit und Grausamkeit, genau das ist die göttliche Liebe. Es ist doch nicht grausam, wenn ich in dir immer wieder verschiedene Märchengeschichten einspiele, das heißt ein ständiger Wechsel von Charakteren. Die Charaktere, die Menschen, die du dir ausdenkst, kriegen doch das gar nicht mit, wenn du Bücher liest. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wenn du irgendwelche Romane oder Mädchen liebst, dass die ja gar nicht mehr existieren, wenn du die nicht denkst? Tun dir die dann leid? Und wenn in einem Buch aufgrund von Worten deiner Interpretation einer gefoltert wird, hat der, den du dir ausdenkst, Schmerzen? Das Mitleid ist eine große, diese Empathie,
Sympathie, haben wir gesagt, vergiss es. Hör auf, mit irgendetwas zu sympathisieren. Weder mit einer Partei noch mit irgendwelchen Menschen oder mit Lebewesen. Ein Satz, den ich immer wieder wiederhole, du musst das wissen, was heißt Sympathie? Es heißt Mitleid. Wenn ich jetzt erkenne, dass ich durch Mitleid Leid in mir erschaffe, in Bezug auf etwas, auf einen Gedanken, der als Ding an sich gar nicht leidet, merke ich, in was für ein Wahnsinn lebe ich eigentlich. Es sind Wahnsinnige, sagt mein Redo immer. Und den Weg kannst nur du alleine gehen. Du bist der träumende Geist. Das andere sind Figuren in einem Traum. Die Gescheiten wie die Dummen, die Bösen wie die Guten. Es sind einfach nur Märchenfiguren. Du hast zu lernen von dem ganzen Wahnsinn, den ich dir zurzeit einspiele. Die Elite deiner Welt, die Ärzte. Es sind alles, wenn du jetzt ein Arzt bist, wenn du die Rolle eines Arztes spielst, sorry, das erste spiel die ganz normal weiter, aber du wirst das nochmal recht lang können in dem System. Da kannst du dann dich selber beobachten, was mehr wiegt. Noch das Vertrauen in das Wissen, das du geistlos nachäffst. Oder das Vertrauen in dich selbst, in Gott. In Schöpfer, in den Schöpfer selbst. Ein Urvertrauen nennt man das. Verbunden, alles ist verbunden in einem einzigen Kopf. Adam Kadosch, sagen die Juden dazu. Das heilige Ganze, der Uranfang. Kadmon. Alles diese Wörter. Du wirst dann merken, dass das Ganze in einer Arithmetik landet. Und da muss man jetzt dann nochmal einschalten. In einer Arithmetik, die so, dich so sprachlos macht. Das ist hier, wenn wir zum Beispiel reinspringen. Die Geburt von was aufgespannt. Das können wir jetzt ZWAF, unser WAF von mir, diese Möglichkeit und die Buchstaben WVUU, bin ich oft drauf aufgegangen und auch B. Das ist ein Befehl, das heißt Zweifeln. Wir könnten das auch lesen, BE-Quadrat, wenn man es rot macht. In diesem E-Quadrat, in dem Geist fehlt plötzlich etwas. Das ist auch die Order, Order heißt erwecken, GR heißt Generation, eine erweckte Generation. Und das Ganze ist Wissen. Da machen wir jetzt ein Wissen dahinter und jetzt kriegst du einfach, jetzt fängt was überschwemmen, zusammenfließen, auftauchen. Jetzt taucht etwas auf. Mhm. Auftauchen, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Blau, die Geburt von aufgespanntem Wissen. Rot gelesen, natürlich ist es, der Geburtsgeber ist im Geist verbunden, Weisheit, das ist UP. Interessant, wenn der jetzt zum Wahrnehmen anfängt. Dann wirst du zum Beobachter. Und zum Zuschauer. Das ist das, was ich dir sage. Du musst zum Beobachter deiner eigenen Traumwelt werden und du musst aufhören, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln und verlagere den Fokus vor allem, wie dein Programm reagiert auf die einzelnen Bilder, wie du deine eigenen Informationen durch Interpretation ständig umformst. Ja. Und da bringen wir jetzt hier in diesem Zentrum, der Beobachter ist im absoluten Zentrum, das ist die 181. Interessant, ist dir das aufgefallen, Redo? Wenn für drei ist Moses. Das ist die 181. Ja. Das ist der Geburtsbüro UB. Da kann man jetzt natürlich reinlesen, wie sich das aufbaut. Das ist jetzt nur die kleine Holofiding, die Nachschrift, dass man das irgendwann einmal hier sich klar macht. Hebräisch Fragepartikel. Psalm 85, 6. Übrigens ganz interessant ist der Psalm 86, wenn wir in den reinspielen. Müsste ich fast einmal kurz machen. Wir gehen einmal hier für. Udo, entschuldige, dass ich mich schon wieder einmische. Reto, ich glaube, das ist dein Lautsprecherturm. Der macht immer diese Echos. Also ich habe ziemliche Störungen. Aber das ist nicht dran. Das funktioniert extrem und so weiter. Es ist nicht drauf auf der Aufnahme. Für dieses. Ah ja, dann ist gut. Dann habe ich nur das Problem. Das ist ja nicht so schlimm. Schau mal. Das ist jetzt eine englische Seite, Kabbala. Sag ich, ist nur Zahnspielereien, aber was hier interessant ist, das Kreuz Gottes. Das ist Psalm 86. Es geht hier ganz gezielt auf Psalm 86. 86 wissen wir, ist Upi Helayom Gott. Weisen die drauf hin. Das ist die Originalseite, aber wir sind ja flexibel. Und da wirst du jetzt merken, der 86. Psalm, wenn wir uns diesen Psalm genauer ansehen, sehen wir, dass aus 576 Buchstaben besteht. Und da kann man 24 Quadrate, die Zahl ist das griechische Wort für Geist. Das ist das Wort Namen Heiligen Geist verwendet.
Und da landest du dann bei der 888. Und jetzt, wenn man diesen Psalm hier anordnet, kann man genau dieses Ding hier machen. Und du wirst merken, wenn du das jetzt mal analysierst, was da drin steht, da wird hier etwas drauf eingegangen. Das ist aber nicht, das macht dich nicht glücklich, wenn du das weißt. Das ist mit der Vatersprache, kannst du das sofort anwenden. Das ist jetzt, da kann man sagen, das ist Hirnwichserei. Was hier, was ich dir hier zeigen will, dass wir mal reinspringen, ich muss da ganz kurz mal daher. Das ist einmal, wir haben einen Totalwert, den äußeren Wert und den Atbaschwert fallen hier zusammen in dieser 181. Das ist zuerst einmal, der Satz, denn ich werde bei dir sein, denn ich, OB, werde bei in dir sein. Ich habe jetzt das nochmal blau gemacht. Bei dir heißt im Nichts. Bewusstsein ist nicht existieren. Jetzt habe ich die Hälfte blau gemacht, das heißt doppelt aufgespanntes, erwecktes Wissen. Das ist bei dir, beim dir. Übrigens gespiegelt 3T. Das sind gespiegelte Erscheinungen, wenn du das vorhin lesen wirst. Das ist Exodus 3,12. Hat ebenfalls, diese Phrase hat den Wert 181. Ich werde bei dir sein im Nichts. Das sind lauter die Zahlenwerte, laufen alle korrespondierend 1. Das kannst du jetzt mit deiner Basic-Logik, wenn du das studierst, noch nachvollziehen. Wenn man diese Holoarithmetik sich anschaut. Das ist ein Wunderwerk ohne Ende. Und das hat nichts mit Religion zu tun. Es ist Arithmetik. Es ist ein Computerprogramm, das ich so herunterrationalisiert habe, dass du das fassen kannst mit deiner Basic-Logik, dass du neugierig wirst auf dich selbst. Das ist jetzt der David-Stand zum Beispiel, wenn wir hier den David-Stand aufbauen mit 181 Zahlen, dieses Hexagramm, also die Spiegelung davon, wirst du feststellen, dass selbst dieses System hier mit den 4 Quadranten und das plus 5, minus 5 ist ja HWH, im Jetzt ist die Nulllinie. Das ist der Magen David. Aber was wir wollten uns doch das, ich frage ihn, Redo, ist dir das aufgefallen? Das ist nämlich auch eine Spiegelung. Kannst du dich erinnern? Momentan nicht da. Jetzt pass auf. Wir brauchen dreimal 181, gibt diesen Zahlenwert. Interessant, das ist hier der sogenannte Pyramidenwert von diesem Wort. Das ist übrigens der Befehl. PH heißt hier. Alles, was fehlt, ist hier. Wenn wir das jetzt einzeln lesen, das haben wir gerade gehabt, ZWAF, die Geburt von was doppelt aufgespannten, denk an die Gedankenwelle, ist immer Wissen, das du wahrnimmst, das ist das hebräische Wort für hier. Und das ist auch das hebräische Wort für Mund. Müssen wir dann in den Mundus reingehen. Und da sieht es jetzt da so aus, wir springen da bloß einmal ein bisschen rein. Im Kind erweckt, B-I-L-E-T-R, im Gotteskind erweckt. Das sind die grafischen Darstellungen von 3x181 bis 543. Das waren alles, die Bibelverse waren Kristallstrukturen. Denk immer an den Christus. Das müsste jetzt klar sein. Das ist jetzt dieser Satz. Und Mose sprach, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt. Das bin ich. Und sie mir sagen, wie heißt sein Name, was soll ich sagen? Und Gott sprach, ich bin, der ich bin. Ich bin du und du bist ich. Das ist unser Spiel mit Holofeeling. E-Quadrat, JCH, Formbücherregal, ICH, einer, der im Traum noch drin steckt, aber ein und derselbe Geist. Der Geist, der zum Lesen anfängt und sich im Traum mit einer Figur, mit einem Protagonisten verwechselt, ist auch der Geist, der Formbücherregal alle Bücher schon gelesen hat. Oder etliche noch lesen muss, 16 Perspektiven. Und ich bin, der ich zur Zeit zu sein glaube. Das bist jetzt, dann bin ich du. Ich meine, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Der an einen ganz bestimmten Körper denkt, wenn er an sich selbst denkt. Und dieses Spiel landest du jetzt in einer Spiegelung. Wir können sehen, dass der Zahlenwert 345 von Mose und das Zifferanagramm 543 die Spiegelung ist. Die Phrase, ich bin, der ich bin, ist eine Spiegelung von 543 und 345. Und da kann man jetzt immer genau, das ist das hebräische Wort, wie sich das zusammensetzt. Der Mose, Mosche heißt auch, der aus dem Wasser gezogen wird. Aus dem blauen Wasser. Wir haben ein rotes Wasser auch.
Wir brauchen immer die vier Seiten. Und dann gibt es zusammengezählt den Wert 888, das ist wieder das Wort Jesus. Das kommt in vielen Sachen vor. Und das musst du nicht wissen. Das sind auch, wenn ich jetzt in die Physik gehe, die Naturkonstanten, wenn ich das immer wieder erwähne, du, Holofeeling ist keine religiöse Spinnerei. Religiöse Spinnerei ist chronologisches Denken. Es ist irgendwas hochheben, irgendwas Ausgedachtes. Aufbauen in sich selber, meinen, man hätte nichts damit zu tun und dass das Mächtige ist, das beginnt schon, wenn du an Gott denkst. Du meinst, dieser Gedanke, Gott ist mächtiger als du selbst. Der Denker ist immer mächtiger wie das, was er sich denkt, außer er hat vergessen, was er ist. Und du hast vergessen, was du bist. Du hast es schlichtweg und einfach vergessen, weil du dich mit einem Affen, der keine Macht hat, infiziert hast. Da gibt es übrigens noch keine Impfung dagegen. Da wird auch nie eine Impfung helfen. Das ist eigentlich das. Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen, sagt man. Und das, was dir deine Elite demonstriert, ist Dummheit. Und wenn du zu dieser Elite gehörst, stilles Eingeständnis und Schweigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dich dann dieses Video erreicht, ist höchst unwahrscheinlich. Sich seiner eigenen Machtgeilheit, seiner Überlebensängste. Warum magst du das? Sicherheiten. Wie definierst du Sicherheit? Hast du Sicherheit nötig, wenn du weißt, wer du bist? Was du nötig hast, dich weiterzuentwickeln, geistig ist Gestaltveränderung. Lido, das macht es doch aus, oder? Aber ist nicht immer wieder, man merkt es doch im kleinen Alter auch, wie mächtig der Zweite noch ist, wenn irgendwas passiert, wenn bloß was kaputt geht. Genau. Weil man meint, man braucht es. Was brauchst du eigentlich? Wie viel brauchst du zum Glücklichsein? Das ist die große Schwierigkeit. Die Wirtschaft, die wächst, wo wollt ihr denn hinwachsen? Ja. Es ist doch nur, du bist so in dem Wahn, dass dich Geld am Leben erhält. Du spuckst Gott ins Gesicht. Und ich zeige dir so offensichtlich, dass du hier Rattenfängern auf den Leim gehst, die ich dir in deinen Traum schicke. Ob das politische oder religiöse Rattenfänger sind. Holofeeling ist keine Sekte, wo du eintreten kannst. Es hat mit der Welt da außen fast überhaupt nichts zu tun, außer dass ich dir erkläre, was das für ein Scheißhaufen ist, den du dir deine geistigen Exkremente, die du herausgenerierst aus deinem derzeitigen Schimmelkoloniewissen, wo du meinst, die Krone der Schöpfung zu sein. Ein Affe ist doch nicht die Krone der Schöpfung. Es ist ein sterbliches Säugetier. Es ist kein Unterschied zwischen einer Katze, einer Ratte und einem Affen. Es ist kein Unterschied zwischen einem Computer und einem Taschenrechner. Es ist nur Quantität aufgeblasen. Die Menschheit hat ihre Quantität aufgeblasen bis zum Es geht nicht mehr. Aufgebaut auf Lügen, die Patrizio Principi, Grundannahmen, die ganzen Weisen der Welt. Bring mir doch einen angeblich intellektuellen weisen Menschen oder Philosophen, der nicht mit irgendeinem anderen Philosophen im Widerbad im Streit liegt. Auch die großen griechischen Philosophen haben gestritten. Mit Holofeeling ist Schluss. Liebe deine Feinde. Es sind Facetten. Jedes intellektuelle System, das ich mit meiner Logik nicht nachvollziehen kann, ist was, was ich noch nicht kenne. Es sind die Perspektiven, die ich noch nicht kenne. Und jetzt kommt Holofeeling. Jetzt pass auf, jetzt machen wir ganz simple, diese kindgerechten Beispiele. Ich sag dir, wie du aussiehst. Das ist jetzt das Erste. Ich sag, das Ding hat einen Henkel. Du bist dir hundertprozentig sicher, dass es keinen Henkel hat. Das ist jetzt, lass uns das ausdiskutieren. Ich sage, sobald irgendeiner was behauptet, was für ihn richtig erscheint, hat eine Kehrseite. Das ist das für dich Verkehrte, das Falsche, Falschfaller, das Fehlerhafte. Ich sage, all das, wenn ich jetzt was behaupte, sehe ich offensichtlich was, was du nicht siehst. Benutz mich zu einem Spiegel und mach dir diese Perspektive zu eigen. So, jetzt machen wir das einmal. Das ist ja ein zweidimensionales Beispiel auf deinem Bildschirm. Jetzt pass auf, jetzt machen wir was ganz was Heißes. Jetzt lassen wir mal beide Seiten, schauen wir uns gleichzeitig an. Ich behaupte, das ist ein Dreieck. Okay? Dann wird es mir recht geben. Wer hat recht? Wie sieht es aus, wenn ich behaupte, das ist ein Quadrat? Das kannst du jetzt noch auf. Ach, so kann man das auch sehen. Was würdest du sagen, wenn ich behaupte, das ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen? So kann man das auch sehen. Was würdest du sagen, wenn ich behaupte, das ist ein Kreis? Ja. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem.
Das sind so viele Perspektiven, die du überhaupt nicht mitkriegst. Das, was ich dir demonstriere, ist vorgelebte Weisheit. Eine Weisheit, wo deine Welt keine Ahnung hat. Aber da musst du zuerst so viel Leben, so viele Bücher durchlebt haben, wie ich durchlebt habe. Wahrlich, ich sage dir, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Und der Mensch, oder den du dir jetzt ausdenkst, ist vollkommen unwichtig. Wie heißt es am Anfang in Ich bin du? Es ist einfach nur ein Wegweiser. Wenn du an einen Wegweiser kommst, du hast den nicht anzubeten. Du hast ihn aber nicht über den Haufen zu fahren. Ich zeige dir nur einen Weg. Er zwingt dich aber auch nicht in diese Richtung zu fahren. Du kannst es ignorieren und deinen Weg weiter, deinen Stiefel weiter wandern, oder du kannst mir vertrauen. Und ich sage, betone immer wieder, nichts ist einfacher, wie Holofeeling zu vertrauen. Das ist dir bloß noch nie in deiner Ablehnung, was ist das für ein Blödsinn, in den Hass, wenn Menschen diesen Hass haben, weil sie so stolz sind auf ihr geistlos nachgeäfftes Wissen von geistlosen Idioten, von Figuren in einem Traum, die ihn nur nahren. Was ist ein Holofeeling eigentlich? Was musst du eigentlich tun? Wie oft erwähne ich? Frag doch einmal auf der Brösel-Ebene Leute, die sich mit Holofeeling beschäftigen, was die eigentlich, was Holofeeling fordert. Nichts. Ich schreibe dir nicht vor, was du essen und trinken sollst. Ich schreibe dir nicht einmal vor, was du glauben sollst. Ich rate dir, werde zu dem, der beobachtet sich dieses Bewusstsein, das sich bewusst macht, an was für einen Scheiß du zurzeit glaubst. Dass du so geistlos doof bist, jetzt in deiner Personifizierung, dass du nicht einmal weißt, was 100% sicher ist. Und du, wenn du krank bist, wirst du deinen blöden Körper am Leben erhalten, der sowieso sich auflöst, wenn du nicht dran denkst. Und rennst dann zu Ärzten, dass die dich retten sollen, dass die dich helfen sollen. Du rennst zu kleingeistigen Idioten, die nicht einmal einen Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper kennen. Es sollte klar sein, dass du einen Säugetierkörper nicht am Leben erhalten kannst. Schon in der Entwicklung vom Säugling bis zum Greis zerrinnt dir diese Figur zwischen den Fingern. Und jetzt lebst du, wenn du an deinen Körper denkst, in dem Wahn zu sagen, das bin ich. Obwohl du doch was ganz was anderes bist. Du bist der, der sich den ausdenkt und mit diesem Körper verwechselt. Das sind doch ganz klare deutsche Worte. Punkt. Und jetzt schau mal, wie schnell du das wieder vergisst, wenn irgendwas ist. Dein Problem ist die Vergessenheit. Genau. Das ist deine Wahrheit, Aletheia. 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 Das ist das Sinn eines Gottes. Deine Wahrheit. Da schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Ich habe das Wort tausendfach gebracht. Es wird aber immer wieder interessant, wenn man es wieder neu anschaut. Das ist das Lebte. Da fahren wir mal rein. Ich habe übrigens, wenn wir hier in die Quantenmechanik reingehen, weil ich das gerade habe, die Physik ist ja so unheimlich wichtig. Das Quant, das Quä. Wenn wir die Rotation der Drehimpulse nehmen. Im Meer ist ein Pulsen. Was bedeutet der Puls? Das ist so tief. Das sind Märchengeschichten, die eine unendliche geistige, symbolische Tiefe haben, wenn du dir das anschaust. Du wirst nie hören, dass das nicht stimmt. Das hat bloß keiner verstanden, was die Physik dir alles lehrt. Weil von der eigentlichen tieferen Physik in dir selber, von dem Eigendrehimpuls, hat keiner irgendeine große Ahnung, weil du dir alles raumzeitlich ausdenkst. Das Spinnen der Quantenmechanik, all das ganze Zeug, die spinnen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das große Gesetz ist Aktion, Reaktion. Das ist Druck, Erzeug, Gegendruck. Das wird natürlich alles physikalisch dargestellt. Wenn ich das jetzt mit dir lese, wirst du feststellen, dass da was ganz was anderes rauskommt. Obwohl alles stimmt, aber die Erklärungsmodelle, die liegen im Argen. Ich wollte jetzt noch ganz kurz. Ich weiß, wir wollten die Moleküle. Das ist, wenn wir hier beim Pasteur, ich muss da ganz kurz nochmal reinfahren, weil das wirklich ganz, ganz spaßig ist. Es geht hier. Beim Pasteur haben wir doch festgestellt, dass es hier asymmetrisch spiegelbildliche Kristallformen geht. Es geht um die Stereochemie. Und wir müssen wirklich nochmal das Wort Stereo uns anschauen. Stereo ist starr, da kommen auch die Sterne her, das Unbewegliche und die Moleküle. Die zwei Wörter schauen wir uns jetzt noch an. Und dann kommen wir vielleicht noch zu dem Aletheia. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Ster, das Geheimnis liegt in den Worten, in allen Sprachen der Welt. Ich bleibe jetzt bloß im Etwas, was für dich ist. Immer die ersten Buchstaben zuerst eingeben. Granus, das ist Sterkus.
Das ist die Ausleerung. Ich rede immer von dem Mist, den Exkrementen. Und das ist Supra. Sub wissen wir, dass Bewusstsein UB ist und Ra ist eine berechnete Schöpfung. Und die ist immer oben, kreisend, Ballon erweckt. DR, die geöffnete Berechnung, hebräisches Wort, DR ist Generation auf. So, das ist erst einmal eine Reizung zur Liebe, alles zu lieben. Überhol die Liebe. Das ist statisch. Jetzt brauchen wir schon Bettgenossen, Ehegatten. Denk an den Adam. Adam ist Seger wie eine Körper, das heißt Gedenken, geistiges Denken und Ausgedachtes. Nicht Gehirndenken, sondern geistiges Denken. Und jetzt wird das Ganze fest. Ein Fest ist natürlich auch irgendwie ein Fest, leibhaftig. Jetzt kommt die Haut, die wahrgenommenen Zeichen mit fester Haut, Ester. Die Facetten, in jeder Facette verstecke ich mich. Immer daran denken, wir haben das F ist gleich P, Wissen, Weisheit. Das rote F ist Finis, Infinitum, das Ende, das absolute Ende. Dieses absolute Ende, Infinitus, ist Ester, ist in dem absoluten Ende habe ich mich ein Sub versteckt. Man kann jetzt folgen oder kann nicht folgen. Jetzt kommt jetzt langsam das Stereo. Ich habe oft darauf hingewiesen in dem Meos-Dialog von Platon, was hier der Himmel, des Firmament genannt wird. Länge, Breite, Tiefe, Höhe ist die Stereometrie. Das hat nichts mit räumlich zu tun. Das ist Feststehen. Das ist ein Ding, das wir drehen, rein gedanklich, was ich aber in unserem Kopf gar nicht drehen kann. Und dann kommst du stramm, straff, Stereo, die Dichte, das Festgemachte. Wenn du runterfährst, die Nebenformen fruchtbar sein, die Befestigung, die Grund, geh rund, der Geist fängt an, rund, Licht fängt an zu alternieren, agen. So baut sich das auf. Ein Gericht vom Berufsfleisch. Und das ist natürlich jetzt diese Brust. Chaucer. Heißt im Geiste sehen. Im Geiste sehen. Das ist übrigens alles original hebräisch. Vorausschauen, im Geiste sehen. Das führt dich hier natürlich zwangsläufig dann zum Thorax. Dora X. Dora ist unsere Reihe. Das ist das hebräische Wort der Bibel und X ist das Immerseiende. Das ist der Brustpanzer. Da siehst du schon den Spiegel. Dieser Aufbau ist der komplette Aufbau vom Spiegeltunnel. Das sind nur symbolische Bilder. Ich sage immer wieder, es sind einzig symbolische Bilder, wenn wir das jetzt durchgehen. Das könnte ich jetzt Wort für Wort alle medizinischen Spezialbegriffe zerlege ich dir und ich zeige dir, dass das absolut eine Matrix ist. Eine Matrix, wo diese Bilder aufbaut. Eine arithmetische Matrix, so wie dein Computer jetzt funktioniert vor dir. Und jetzt kommen wir dann, da haben wir jetzt die Dora an der Brust leiden, der Brustharnisch, unser Folger. Wieso macht unser Folger so tolle Sachen, wenn du dir die anschaust? Konnte der sich das raustun? Das Volk, das erwacht, das steckt in seinem eigenen Brustpanzer. Das ist ein Bollwerk. Und jetzt brauchen wir natürlich das Molles, die Mole. Das ist das einmal, wir sind bei den Molekülen übrigens hier. Da haben wir in den Augen, da wissen wir, das sind die Becken, in den polaren Ecken, die Moleküle von Lebewesen. Was sind die Moleküle? Jetzt lass dich da mal überraschen. Da ist ein Malort zum Malen. Jetzt ist natürlich, zermalen wir etwas oder malen wir etwas? Da haben wir den Meter, den müssten wir jetzt Griechisch und Lateinisch lesen. Beide sehr interessant, Dreh- und Angelpunkt. Das ist die Masse, das G wie ich, dick. Das G wichtige. Der Geist ist wie ich, dick, dick, im Mittelpunkt. Die Wucht, die Masse. Dann kommt das Beschwerden, das Unbehagen, der Unwillen, das wandelt sich laufend um. Die Unlust, Molestika, die Molle, Moleküle. Was wir uns hier anschauen, ist einmal ein kleines Wort, nämlich das hier. Lassen wir mal Maschinen übersetzen. Da ist übrigens jeder lateinische oder griechische Untersatz für sich ist ein Kleinod.
Was ich eigentlich dir sagen will, damit ist schlichtweg und einfach, wie kannst du glauben, dass irgendwas in der göttlichen Schöpfung falsch ist oder verkehrt läuft? Erkennst du nicht den Wahn, dass religiöse Menschen meinen, die müssten meine göttliche Schöpfung besser machen, indem sie irgendwas bekämpfen und zerstören und dann wird die Welt heil und ganz? Gegen die Masse des Schildes gesetzt. Opposui, die Opposition, sagt ihr jetzt mehr, Molemwisma ist das Gewicht, die Schwere ist Klibei. Das gewichtige Schild. Was ist das gewichtige Schild? Wenn wir das jetzt Maschinen übersetzen, hast du hier, müssen wir auf Rumänisch, Lateinisch, ist das Schild. Wir wissen, das Schild ist zuerst einmal der Magen. Der Magen David ist der Davidstern. Der Beschützer, der Verteidiger, das ist der Magen David, das ist unser Davidstern. Der wiederum symbolisiert Hüben 3, 4, 3, unseren dreidimensionalen Davidstern ist der Tetraeder Spiegelaufbau. Wo war man? Dieses Klibei heißt aber nicht nur Schild. Das wird jetzt interessant, wenn ich jetzt das hier eingebe. Wirst du feststellen, in dem altlateinischen Wörterbuch ist das gar nicht drin. Schauen wir mal hier. Und jetzt wird es natürlich ganz interessant, das ist das Himmelsgewölbe. Ein Rundschild. Das ist dein Gesichtsfeld. Das ist Klibeus. Klibei. Dieses Gewölbe, jetzt sind wir in unserer Kamera Obscura, das ist dein Gesichtsfeld im Brustkorb. Das ist im Geiste sehen. Die Brust habe ich so oft erklärt, dann mit den zwei Schadim drauf, mit den zwei Hügeln, was die weiblichen Brüste sind, was auch der Dämon ist. Und so weiter und so weiter. Das ist unser Spiel. Jetzt kannst du nur ahnen, wenn du jetzt ein Redo- und Diana-Programm in dir laufen hast, ist das natürlich, wenn du dich jahrelang damit beschäftigt hast, was ganz was anderes, wie wenn du das das erste Mal hörst. Und jetzt kommt wieder Holofilien in meiner unendlichen Liebe. Ich sage, du musst das alles nicht wissen. Genau. Erinnere dich an unser Brief und unser Barbara. Der Udo labert mich zu und es ist nicht meins, die Vordersprache ist nicht meins. Ich sage, das muss nicht deins sein. Aber dann musst du akzeptieren, dass du noch in einer geistigen Entwicklungsphase eines kleingeistigen Hosenscheißes bist, dann hast du nur zu lernen, dich für nichts und niemanden aufzuregen und nichts mehr abzulehnen. Lass einfach erkennen, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch, zu UB. Das ist mir zu hoch, das ist UB. Aber erklär das doch einmal irgendeinem geistlosen Rechthaber, der Teilbereiche von Teilbereichen von Teilbereichen von Nichtswissen meint, was er besitzt, wenn du ein Arzt bist oder ein Politiker bist und du hast was studiert. Dir müsste doch klar sein, dass du selbst in deinem eigenen Fachgebiet nur Auszüge von Auszügen von Auszügen weißt. Ob du ein Mediziner bist, ob du ein Physiker bist, ob du ein Mathematiker, ein Arithmetiker bist oder ein Programmierer. Das oberflächliche Wissen, wo jeder kennt, und dann gehst du in eine gewisse in einen Fachbereich rein und wirst der Fachmann von einem Fachmann von. Das sind Experten, Experiments. Wir sind wieder die ganzen Experimente, die aus dir, das aus dir heraustritt, dass du um dich herum Lügen verstreust, was in der Vergangenheit war, was richtig ist, was verkehrt ist. Das ist dein Problem. Die Einseitigkeit, die Rechthaberei, in dem Wahn zu leben, du könntest zum Beispiel das Land besser machen. Das demonstrieren dir die Monster, die ich Politiker nenne. Die Menschen Körper retten zu können, das demonstrieren die Monster, die ich Ärzte nenne. Die elementares Grundwissen von göttlicher Schöpfung einfach ignorieren, was offensichtlich ist, dass du was Existierendes nicht am Leben erhalten kannst. Und jetzt kommt der Hammer, das sind die Spiegelbilder deines Glaubens. Die hast du bisher bewundert. Hör auf, irgendeinen Gedanken von dir zu bewundern. Bewundert erst einmal den, der sich diese gigantische Welt ausdenkt. Wenn du dir mal frei machst von Gut und Böse. Wenn du einfach einmal schaust, was du alles in dir aktivieren kannst. Jetzt rein einmal gedanklich, was dir auf dieser Sphäre deiner ausgedachten Daseinssphäre, auf dieser Erdkugel, alles möglich ist. An Ländern, an Menschen, an Charakteren, an Geschichten in dir wachzurufen. Unendlich viel. Und es ist immer noch ein Nichts im Vergleich zu dem, was möglich ist, wenn du mal aus dem Basic-Programm in Windows aufsteigst. Darum mache ich immer die Metapher, wenn du weißt, was kann ich auf dem Bildschirm mit Basic zaubern und was kann ich mit Windows auf dem Bildschirm zaubern. Immer die entsprechende Hardware natürlich vorausgesetzt, aber die kriegst du im Hintergrund sowieso. Die kriegst du geschenkt. Du müsstest nur vertrauen, ich sag, du müsstest dir selbst mehr vertrauen, wie irgendeinem Tier, einen sterblichen Säugetier, das du dir ausdenkst. Magst du das? Der Weg weiß,
Du musst dem Wegweiser nicht vertrauen. Du musst ihm nicht anbieten. Er macht einfach nur einen Vorschlag, dieselbe, was du bisher gesehen hast, auch etwas anders zu sehen. Du hättest die Freiheit dazu. Aber du kümmerst dich um alles, um deine Rechthaberei, um deine Sorgen, um deine Zukunft, aber nicht um das, was ist. Um das, was jetzt ist. Das vergisst du total. Wenn du zum Lesen anfängst, der Zeitung liest oder in deinem Gesicht, dann gehst du hoch und regst dich auf ohne Ende. Über was eigentlich? Über Gedanken selber denkst, wenn du ein träumender Geist bist, die gar nicht werden, du sie nicht denken würdest. Lern doch irgendwann einmal das loslassen. Was ich mir Mühe gebe, dich aufzuregen, wenn jetzt Bröselgeschichte der Holger bei mir ist, wenn ich die Bildzeitung lese. Da kriege ich einen Schweißausbruch. Da bringe ich mich gar nicht zusammen. Ich bemühe mich so, meine Rolle gut zu spielen und ich denke mir dann, wann kriegt er das endlich mit, dass ich bloß Schauspieler? Du, Udo, sind jetzt schon gerade 2 Stunden. Nicht, dass es uns da reicht. Ich habe schon, ich habe es im Blick, Redo. Danke, du hast recht, bin du. Ich habe es im Blick. Jetzt haben wir eh schon wieder echauffiert. Das ist es. Man kann auf der Brösel-Ebene so nett zusammensetzen, sich austauschen und sich gegenseitig bereichern. Bereichern sich deine Politiker? Bereichern die sich gegenseitig? In ihrem Wahn zu glauben, die sind heilig dem geistlosen Konsum, diese Rechtfertigung, die Reichen immer noch reicher zu machen, wo ist Sozialität? Sozialität ist ja noch schlimmer wie rechts. Wenn du mal aufmerksam zuhörst, wirst du feststellen, in politischen Runden gibt es 2, die zumindest zwar oft widersprüchliche, aber gute Ansätze haben, das sind die extrem Rechten und die extrem Linken. Dass das natürlich nicht funktioniert, weil sie Einseitigkeit anstreben. Holofilling macht ja die Synthese. Müssen wir nicht reden, aber die haben zumindest neue Ansätze. Was absolut totes Material ist, sind die, die permanent von der Mitte und von der Stabilität reden. Vor was für einer Stabilität? Dass die, die oben sind, oben bleiben. Dass die, die die Menschen bescheißen, ausbeuten, jetzt in einer moralischen Form in deiner Traumwelt. Die muss irgendwann einmal klar sein, wenn hier die Superreichen, die du dir denkst, ob das in Deutschland ist oder im Ausland, ich will jetzt gar nicht einmal in die Spitze von Amazon und so aufsteigen, mach dir bewusst, was bedeutet es, 1 Milliarde Euro zu besitzen. Jetzt einmal ausgedachterweise, wir machen Hirnwichserei. Wie oft bringe ich das Beispiel mit dem Sechser im Lotto? Ein Sechser im Lotto ist die Wahrscheinlichkeit von ca. 1 zu 14 Millionen. Jetzt denke ich mir mal Nadja und mein Klaus aus, die letzten jetzt ausgedachten Worte, mehrere Male von Deutschland nach Frankreich in ihr Ausweichdomizil gefahren sind, 1400 Kilometer mit dem Auto. Und ich betone nochmal, wenn du 1400 Kilometer mit dem Auto fährst, nur mit Winkelpause, hast du die Schnauze bis oben hin voll, wenn du dann nach das, was ich hier 20 Stunden ausstreckst. Wenn du auf dieser Strecke eine 10 cm Holzlatte hinstellst, eine 10 cm Holzlatte und schmeißt während der Strecke von Anfang bis zu Ende eine Münze aus dem Fenster und du triffst die Heutlasse. Das ist ein Sechser im Lotto. 1 zu 14 Millionen. 1 Milliarde sind 1.000 Millionen Euro. Kannst du das überhaupt geben? Kann man sich das überhaupt noch vorstellen? Wie viel muss ein Mensch, der so viel anrafft, jetzt in deiner normalen Logik, wie viele Menschen muss der ausgebeutet haben, hätte bessere Löhne zahlen können und so weiter und so fort, um dieses Geld auf die Seite zu bringen? Und das bewundert ihr? Und jede, die in allen Dingen des Wellen, das die Millionäre jetzt natürlich immer nur gehört, cut, daraus ist nichts, das sind Worte. Es sind alles nur Worte, es ist Hirnwichserei, nennt du oder das. Es ist alles Hirnwichserei. Corona ist Hirnwichserei. Jesus, Kreuzigung ist Hirnwichserei. Pasteur Semmelweis, es ist Hirnwichserei, der Hitler ist Hirnwichserei. Es sind Gedanken, die du jetzt denkst. Du musst nur erkennen, dass das hundertprozentig sicher ist, was ich dir jetzt sage. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass das, was du dir denkst, schon da außen war, bevor du es gedacht hast. Das ist Hirnwichserei. Das ist Geist, die Selbstdemonstration von Geistlosigkeit. Du wirst es niemals einen Gedanken, sprich einem Menschen, selbst wenn er hundertprozentig sinnlich wahrgenommen, real in deinem Kopf in Erscheinung tritt, jetzt als Brösel und der Brösel, sage ich, es wird niemals irgendeiner diese Figuren in deinem Traum verstehen. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du musst dich komplett lösen von dem Wahn, dich mit einem Gedanken von dir selbst zu verwechseln. Und du kannst dabei trotzdem deine Rolle in deinem Traum als Spieler, du vergisst halt das nicht mehr, dass du den Joystick in der Hand hast und das Männchen auf dem Bildschirm oder krasser
die Verabrede, diese Sichtweise, diese Perspektive, die du jetzt hast, wenn du Verabrede aufhast. Und da mache ich jetzt den Abschluss. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Eine Geschichte, die kennt ihr noch nicht. Wir hatten, und jetzt mache ich hier im letzten Treffen, kleinen Treffen, wo wir hatten, hat mein Riad eine Verabrede dabei gehabt. Da gibt es das Video Spisser Blenk, wo man mit dem Aufzug hochfährt und dann raus, Höhenangst. Und ich sage, erst wenn du irgendwann einmal solche Spiele mit einer Verabrede gespielt hast, wird dir bewusst, wie unendlich illusionserzeugend diese Verabrede ist. Da gibt es auch schöne Sachen vom Lesch, wo er sagt, man driftet ja dann in der Unwirklichkeit ab. Das sind alles Schwätze, das sind Gedanken. Sondern dass du die eigene, die Selbsterfahrung gemacht hast, meine Diana kann sich mit den Sätzen daran erinnern, wo sie hier Schweißausbruch gekriegt hat. Und ich sage jetzt immer wieder, jeder reagiert anders, wenn man so einen Test hat, Höhentest, wenn du Höhenangst hast. Du stehst da, du setzt eine, ich sage fast eine Taucherbrille auf, du tauchst in die Tiefen deiner Psyche hinab mit dieser Verabrille und dann sollst du hier über aus dem 80. Stock auf so eine kleine so Blank auf so ein Brett rauslaufen, wo es runtergeht. Jeder Charakter, jeder Mensch reagiert anders. Ich sage immer wieder, Holger hat anders reagiert wie der Martin. Mein Stefan ist einen Meter raus, der hat sich nicht einmal mehr zurückgetraut, der war versteinert. Den muss man die Brille abnehmen. Und jetzt, wieso ich jetzt das nochmal erwähnt habe, bevor du das nicht einmal am eigenen Leib verspürst, merkst du, am eigenen, dein Leib verspürt nichts. Du Geist erlebst es. Dass du weißt, du stehst hier auf einer Wiese, du setzt das Ding auf, dann hast du komplett andere Informationen sinnlich wahrgenommen, verabredet. Das ist nicht einmal fotorealistisch echt. Und du scheißt dir in die Hose, du zitterst. Selbst obwohl du weißt, es hat sich ja nichts verändert, außer deine Information. Und jetzt mache ich eine Geschichte, die seriert hat, unseren Steffen die Verabrede mit heimgeben. Und der hat zwei Söhne, glaube ich. Und dann hat der Kleine, ich muss jetzt ohne Gewehr, soweit ich weiß, der ist 5 oder 6, der wollte natürlich unbedingt das Ding aufsetzen mit der Blink. Und man geht dann in den Aufzug rein. Also du stehst in der Brille ganz normal, dann ist eine Aufzugtür, dann gehst du in den Aufzug rein, dann musst du hier auf den obersten Stock drücken, dass man da ganz hoch kommt. Dann merkst du, du fährst mit dem Aufzug hoch und dann geht die Fahrstuhltür auf und dann bist du irgendwo im 40. Stock und dann gehst du, ist das Brett so vor dir, schaut aus dem Fahrzeug und der Abgrund da. Also der Kleine wollte es unbedingt spielen, er geht in den Fahrzeug rein und dann sagt der Papa zu ihm, der Steffen, und ich kann jetzt nur, was der Steffen erzählt hat, dass du merkst, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, dann sagt er, jetzt musst du auf den oberen Kopf drücken. Dann steht der Kleine so da und sagt, Papa, ich komme nicht hin. Ich komme nicht hin, weil er so klein ist. Und dann nimmt der Steffen, hebt ihn hoch, dass er draufdrücken kann, stellt ihn wieder hin. Dann geht der Fahrzeug hoch. Und dann, der Steffen erzählt mir dann sagt er, hier, ja, und jetzt gehst du raus und gehst ganz vorsichtig bis vorne an dem Brett, an die Spitze von dem Brett. Und was sagt der Kleine? Da bin ich doch schon längst, Papa, darf ich runterspringen? Keine Angst. Nicht eine Hauch von Angst, bloß Neugier und keine Angst. Angst ist etwas, was man dir eingehämmert hat, um damit Geld zu machen, um dich zu manipulieren, bis zum heutigen Tag. Die Politik, die Medizin, die Igelleistungen, es sind Krankheiten erfinde, um an das zu kommen, was für sie wichtig ist, an dein Geld. Innerhalb dieses Programms, ohne Schuldzuweisung, das ist eine Geschichte, dieses Leben, das du durchlebst, wie ich immer sage, ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. All diese Menschen habe ich kreiert in deinem Traum, die in Erscheinung treten, um dir zu zeigen, wie man es nicht macht. Sie demonstrieren dir, diese Monster demonstrieren dir Geistlosigkeit. Allen voran auch die ganzen Scheinheiligkeiten irgendwelcher religiöser Sekten. Weil was die nicht begriffen haben, es ist ein Frevel, wenn eine politische Partei ein C vorne hat und sich christlich-sozial nennt oder demokratisch nennt. Da ist von Demokratie und Sozialität null. Es ist nur Machterheit und Machtgeilheit in einem Wahn, im Vorgaukeln, das Beste für die Menschen zu wollen. Dann musst du sozial werden. Wirklich sozial. Das ist aber ein Widerspruch zu Leuten wie Milliarden und immer wieder neue Millionäre. Wie viel benötigst du eigentlich, um glücklich zu sein? Jetzt kommt das Problem, dass der Wahn schon darin besteht, dass deine Auslöser von Glückseligkeit immer zu tun haben mit irgendwelchen materiellen Konsum, das du gar nicht hättest, wenn du nicht so programmiert wärst. Und Arbeitsplätze, wir müssen es noch billiger machen und Menschen noch mehr ausbeuten, weil du hörst dann von diesen sogenannten sozialistischen Menschen, dass die Vergangenheit uns lehrt, dieses kapitalistische, todbringende System, das ist Sodom und Gomorra, dass es immer sich der Markt von selber wieder heilt.
Ja. Das ist so ein geistloses, hohles, leeres Geschwätz. Ich sage, wenn du schon in den Konsum waren wärst, würdest du feststellen, dass wenn du den Menschen mehr zahlst, können sie mehr konsumieren. Das heißt, die sind ja so geistlos, dass die ihre eigenen, alles mit Maschinen, dass sie Arbeitsplätze sparen, mit Maschinen austauschen, aber dass dann immer weniger da sind, die die Scheiße irgendwie kaufen. Dafür haben wir ja das Ausland. Es geht ja nur um den Export. Die Deutschen, wir sind dieses Land der Dichter und Denker, ist mittlerweile in fast allen Bereichen, nicht in der Drittklassigkeit, sondern teilweise in der 20-25-Klassigkeit, abgerutscht durch diese Politik. Und es gibt keine Rettung in der Welt da außen. Cut. Was ist da außen? Halt einfach das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst. Da bin ich jetzt lang und breit drauf eingegangen, was du bist und wer du bist, rot gelesen. Doppelt aufgespannt, E Quadrat, das bin ich und du. Wir sind eins. Die 5343, bla bla bla, haben wir gerade gehabt. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, heißt es, ich werde es bis ins dritte und vierte Glied, werde ich das bestrafen. Es müssen zuerst all die jetzigen Professoren in den Raum wegsterben und denen ihre Musterbeispiele, die das nachäffen, so wie deine jetzigen Professoren ihren Lehrern nachgeäfft haben, äffen die jetzigen Fanatiker wieder ihren Vorbildern nach, das musst du komplett in dir abgestellt haben. Du bist der Erste. Du stehst vor all den Menschen, die du dir ausdenkst, hierarchisch. Und Chronologie musst du komplett abschaffen. Nicht, dass du nicht chronologisch denken darfst, du musst es bewusst machen. Selbstverständlich darf ich mir jetzt was in die Vergangenheit denken, ich muss aber wissen, es ist hier und jetzt, weil ich es denke. Das war das Wort zum Sohn Doc. Jetzt lassen wir es gut sein. Lass es auf dich wirken, lass es. Man kann immer nur, du merkst, es sind zwei Seiten, dieser Komplex von Worten. Auf der einen Seite, wo ich nochmal betone, du musst das nicht wissen. Es würde mir komplett genügen, wenn du jeden Moment sagst, Kat, was ist jetzt eigentlich da? Du machst dir nur was Bewusstes, was jetzt da ist. Das sind keine zwei Gesichter, das ist keine Worte. Das effekt mal blind mit Farbe drauf. Das ist ein Monitor, das, was ich jetzt höre, ist kein Mensch. Du hast jetzt keinen Menschen zugehört, kein Affen. Du hast jetzt Gott zugehört. Wieso Gott? Weil ich behaupte, dass ich du bin, du hast dir selber zugehört. Die Stimme ist jetzt deine Information. Wo ist eigentlich der Unterschied, ob du jetzt diese Information hast oder du sprichst in deinen Kopf? Ja, das ist eine andere Stimme. Ich sage, das ist eine andere Information. Das ist aber das, was ich heiße. Du hörst jetzt den Udo als Information und du hörst dich selbst als Information. Entweder als Gedankenstimme oder du kannst dir mal deinen Kopf mit Trockennasen auf den Körper denken und dann laut sprechen. Dann hörst du deine eigene Stimme sinnlich wahrgenommen. Wieso? Weil da Schallwellen rausgehen und zum Ohr wieder reingehen? Das ist ein Zirkelschluss. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Eine Petitio Principi. Jetzt lassen wir es gut sein. Spiel noch eine Runde Mensch. Gewohl dich gut.